Ja, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Embarcadero Germany. Mein Name ist Matthias Eising. Ich darf euch alle begrüßen zu einem weiteren Webinar. Heute geht es um eine Fragerunde, Fragen, die im Vorfeld schon an mich gerichtet worden sind. Ja, alles Mögliche zu Red Studio, alles Mögliche. Wie macht man XYZ? Warum funktioniert mein Editor nicht so, wie ich den mir vorstelle? Welche Optionen habe ich, irgendwelche Warnungen, Hinweise anzuzeigen? Wie kann ich auf Linux, Apache meine Webmodule debuggen? Das sind alles so Fragen, die im Vorfeld gekommen sind, die ich auch an der Stelle einfach mal zusammengefasst habe. Mein Name ist Matthias Eising, ich bin sogenannter Senior Sales Consultant von Embarcadero, schon relativ lange dabei, ein alter Bauerländer und so weiter und so fort. Kontaktdaten sieht man hier. Es sind ungefähr von 30 Leuten jeweils so 2, 3, 4, 5, 7, 8 Fragen reingekommen. Also da gab es dann auch schon relativ hohen Anklang. Ich habe mir überlegt, da irgendwie eine Struktur reinzubringen. Ja, VCL-Entwicklung, FireMonkey-Entwicklung, Cross-Plattform-Entwicklung. Ich bin dann nachher zu einem Entschluss gekommen, ich nehme sie einfach chronologisch. Das heißt, die Fragen, die als erstes reingekommen sind, werden auch als erstes beantwortet. Das macht es mir relativ einfach. Jeder, der jetzt dabei ist und auf seine Frage, auf seine Antwort wartet, den muss ich da eventuell dann natürlich vertrösten. Für das ganze Webinar habe ich jetzt einfach mal 2 Stunden angesetzt, so dass ich pünktlich zum Feierabend fertig werde. Nein, A ist mein Feierabend nicht um 17 Uhr. B werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen länger brauchen. Ich sehe nämlich schon, da kommt auch die ein oder andere Frage noch wieder rein, die ich mal zwischendurch mir mal betrachten werde. Die Fragen waren sehr mannigfaltig, sehr unterschiedliche Bereiche. Zum großen Teil waren es Delphi-Fragen. Es gab auch die eine oder andere C++-Bilder-Frage. Jetzt muss ich dazu sagen, jetzt bin ich nicht unbedingt der C++-Bilder-Experte. Es sind auch ein paar Fragen dabei gewesen, die sollte man besser an den Support richten, sage ich an der Stelle auch. Aber da gab es sehr grundlegende Fragen, wie mache ich XY-Formular mit einer Datenbank bis hin zu, ja, in meinem Editor Markierung von Text und dann macht er mir Klammern dabei und wie kann ich das ausschalten? Sehr mannigfaltig, sehr individuell, drücken wir es mal positiv aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte auch gleich beginnen mit Heinz Wimmer. Ich weiß gar nicht, ob er dabei ist. Ich habe hier natürlich auch immer eine schöne Liste dabei, ob jetzt hier auch alle dabei sind. Ist gar nicht dabei. Also wären wir jetzt bei einer Verlosung, würde ich sagen, nächste Frage, egal. Heinz Wimmer fragt auf jeden Fall, er möchte eine userfreundliche Oberfläche entwickeln, ist dabei bei Delphi gelandet. Er sucht aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, leistungsfähige ja, Routinen einzubinden. Er braucht eine leistungsfähige Grafik. Kann man zum Beispiel für den Rechenkern der eigentlichen Anwendung zum Beispiel ein Fortran-Programm benutzen? Oder ganz allgemein externe C-Programme. Generell, ja, geht das in Delphi. Da hier Heinz explizit auf Fortran angesprochen hat, habe ich jetzt hier an der Stelle auch mal ein bisschen gesucht im Internet und den einen oder anderen Link dazu gefunden. Den Link kann ich jetzt hier natürlich auch hier einfach mal reinposten. Das ist jetzt natürlich auch schon mal ein wenig, ja, älter oder dementsprechend historisch betrachtet. Ich habe den Link in das Chatmodul reingepasst, gepastet, wo man dann exemplarisch sieht, wie kann man denn mit Fortran arbeiten? Ja, das hängt vom Fortran-Compiler ab. Ja, man muss im Prinzip über eine Standard-C-Schnittstelle seine Funktionen exportieren. Ja, aber man kann hier dann auch sehen, ganz normal aus der DLL über den DLL-Export kann man auch Fortran-Module einbinden. Das habe ich dazu gefunden. Wie gesagt, das ist immer abhängig vom Fortran-Compiler, aber Delphi kann als nativer Compiler selbstverständlich hier auch an der Stelle externe Bibliotheken einbinden. C-kompatible DLLs, da gibt es auch verschiedene Tutorials, da gibt es hier auch in der Delphi-Praxis wirklich ein sehr schönes Tutorial, wie kann ich C-Bibliotheken in Delphi einbinden mit allem, was dazu gehört. Also ja, ist prinzipiell möglich.
Nathalie Sorichte fragte an der Stelle. Nathalie Sorichte, muss man dazu sagen, ist beim Sehen eingeschränkt. Sie benutzte also ihre IDE auch in erster Linie durch einen entsprechenden Reader. Sie hat allerdings dann auch wiederum zum Teil Probleme, Objekte zu positionieren, gerade wenn es darum geht, GUI-Oberflächen zu bauen. Ja, da haben wir limitierten Support, sage ich jetzt mal, das an der Stelle irgendwo umzusetzen oder zu reflektieren. Es gibt natürlich einige sehr, sehr interessante Tastaturkürzel. Wenn es darum geht, irgendwo Komponenten oder in der IDE sich zu bewegen, da gibt es natürlich auch die Standard-Tastaturvorlage innerhalb von Delphi. Hier auch nochmal der Link. Auch diesen möchte ich jetzt einfach mal an alle wiederum senden. Mag für den einen oder anderen interessant sein, um mit der Tastatur vernünftig arbeiten zu können. Und da gibt es dann natürlich auch Navigationsmöglichkeiten zwischen Formulardesigner, Editor oder über den Objektinspektor, im Objektinspektor suchen. Das kann man sich natürlich auch mal einfach kurz angucken. Dazu habe ich frei nach Jean Pütz hier schon mal ein Red Studio 10.4, in diesem Falle 10.4.2 mitgebracht, was ich jetzt an dieser Stelle starte. Standard-Tastaturbelegungen kennt man ja vielleicht. F12 ist sicherlich etwas, was man kennen sollte. Datei neu, VCL-Formularanwendung. Klar, muss man jetzt an der Stelle auch über die Tastatur oder kann man über die Tastatur rüber navigieren. Es gibt verschiedene Bereiche in der IDE. Natürlich hat man zentral den Formulardesigner. Mittels F12 kann man jederzeit zwischen Formulardesigner und Code-Editor hin und her schalten. Mit der Taste F11, wenn ich dann im Formulardesigner bin, komme ich immer in den Objektinspektor. Jetzt möchte ich an der Stelle irgendwo eine bestimmte Eigenschaft vielleicht an der Stelle mal hier herausfinden. Da gebe ich einfach mal Caption ein. Ja, und jetzt habe ich auch lange der Zeit danach gesucht, wie komme ich jetzt aus diesem Suchfeld, wo ich Captio eingegeben habe, denn auch tatsächlich in den Eigenschaftswert. Cursor down, nicht funktioniert. Cursor up, nicht funktioniert. Beziehungsweise dann geht er halt eben wie bei Cursor links, Cursor rechts innerhalb des Textes. Mit Shift-Tab komme ich allerdings dann wiederum in die Eigenschaftsliste selber rein und kann dann natürlich auch dieses hier wiederum editieren, komplett Tastatur bedient. Und dann sagen wir jetzt einfach mal Test 1, 2, 3 für die Caption meines Formulars. Drücke ich jetzt an der Stelle wiederum F11, Entschuldigung, F12 habe ich jetzt gedrückt. F11 komme ich wiederum in den Objektinspektor. Palette, die man rechts unten sieht. Steuerung Alt P. Damit wird die Palette fokussiert. Ich befinde mich also in der Auswahl visueller Komponenten. Ich befinde mich auch gleichzeitig sofort in einem Suchmodus. Das heißt, hier in diesem Feld und ich kann meine Palette filtern. Suche ich jetzt zum Beispiel nach einem Editierfeld, T-Edit, kann ich das gleich hinzufügen. Mit entsprechender F11-Taste, Objektinspektor, könnte ich jetzt zum Beispiel einfach mal die Caption Left suchen. Shift-Tab. Komme ich jetzt halt eben wieder an das Left heran, kann dann auch wieder mit Cursor rechts, Cursor runter, hier zum Beispiel einen absoluten Wert eingeben, um diese Komponente zu positionieren. Drücke ich jetzt wiederum F11, komme ich jetzt dann doch wiederum in den Editor. Ich kann aber auch die Position Left und habe ich jetzt an der Stelle beispielsweise geändert. Könnte aber auch zum Beispiel auch die Height einfach mal ändern, Shift-Tab. Und ich komme jetzt hier auch wiederum rein und mache jetzt das Feld einfach mal doppelt so groß. Also von der Höhe her. Macht beim Editierfeld jetzt nicht allzu viel Sinn. Da gibt es einiges. Aber eine grundlegende, erweiterte Unterstützung für seheingeschränkte Personen, nein, die haben wir in der Form leider Gottes nicht. Deswegen hier nochmal der Verweis auf die Tastaturkürzel, die man sich hier anschauen lassen kann. Und ein Kollege von mir hat auch letztens eine sehr schöne PDF-Datei gemacht, sozusagen als Quick-Reference. Auch das möchte ich mal eben kurz in das Chat-Modul hier reinpasten, auch wiederum an alle senden. Da gibt es nämlich dann auch wiederum ein
eine PDF-Version. Die kann man sich dann ausdrucken und da hat man nochmal eine Übersicht über die gängigsten Tastatur-Navigationsmöglichkeiten innerhalb der IDE. Kommt man schon mal ein bisschen mit weiter da mit hinein. Gut, tut mir leid an der Stelle in gewisser Weise, Nathalie. Ich weiß gar nicht, ob Nathalie auch dabei ist. Ja, sie ist auch dabei. Aber ja, das ist soweit erstmal das, was wir haben. GUI Design für seheingeschränkte Personen ist ein kleineres Problem. Ich will hoffen, ich habe auf jeden Fall hier mal ein paar kleine Informationen gegeben. Ein paar andere Tastenkombinationen sind natürlich immer noch wichtig, sei es jetzt zum Beispiel für die Code-Navigation. Man kann natürlich mit gedrückter Steuerungstaste hier relativ schnell durchnavigieren. Es gibt auch mittlerweile so etwas wie den entsprechende Navigationsmöglichkeit mit Alt hoch, dass man im Prinzip immer in die Methoden Deklaration hineinkommt. Oder halt eben auch wiederum zurück mit Steuerung Shift hoch, Steuerung Shift runter, kann ich alternierend hier auch immer zwischen den verschiedenen Interface- und Implementation-Teils hinein und hinausgehen. Da gibt es schon einiges. Wir haben auch einiges erweitert, was zum Beispiel Inherited betrifft. Auch danach kann man mittlerweile suchen, beziehungsweise Control klicken, wenn es jetzt an der Stelle irgendwo ups, wollte ich gar nicht kompilieren, geschweige denn hier umsetzen. F3 wollte ich machen. Und falls wir jetzt irgendwo ein Inherited haben, kann ich es auch mittlerweile Control klicken, wenn es denn an der Stelle sinnvoll ist. Aber zur Navigation nachher noch einiges mehr. Es gab dann auch die Fragen, wo kommt diese Leiste her und so weiter und so fort. Gut, Suchleiste kann ich jetzt an der Stelle auch mal schließen. Joachim Kleinlein hat was dazu geschrieben. Joachim hat auch gleich geschrieben, dass er heute gar nicht dabei sein kann. Ich weiß jetzt nicht, ob er denn hier dabei ist. Nein, ist nicht dabei. Es geht um die Distribution von mobilen Anwendungen. Da gibt es den Begriff MDM, Mobile Device Management, dass man eine Anwendung an der Stelle deployen kann über MDM. Anwendungen, das sind so Management-Werkzeuge, Programme, die einfach in einem Rutsch dann viele Geräte, Anwendungen verteilen können. Aber diese vorzukonfektionieren bzw. vorzukonfigurieren, das unterstützt FireMonkey zurzeit nicht. Dazu gibt es auch einen Quality-Eintrag auf quality.embarcadero.com. Jetzt bin ich hier an der Stelle nicht eingeloggt. Ich will hoffen, das Kennwort ist noch richtig. Das ist nämlich mein Domain-Kennwort, bla bla bla. Das ist momentan unresolved. Also wir haben das jetzt an der Stelle angenommen. Also auch danke an Joachim Kleinlein, das an der Stelle einfach mal hier mit einzugeben. Dass also MDM-Settings von solchen MDM-Anwendungen, Distributionswerkzeugen dann auch an die Anwendung übertragen werden können. Joachim ist im Bereich der schulischen Lernsoftware unterwegs und viele Schulen nutzen an der Stelle irgendwelche Android, iOS-Geräte. Das gibt es für beide Plattformen und er möchte seine Anwendung dahingehend konfigurieren. Das kann man jetzt auch mit binären Property Lists bei der iOS-Umsetzung machen. Apple hat da relativ viel Dokumentation. Schnittstellen einer Anwendung müssen natürlich implementiert werden, damit sie darauf reagieren können. Die hat FireMonkey nicht. Tut mir leid. Aber ich wollte jetzt an der Stelle die Frage auch hier beantworten. Er selber schreibt davon, er hat prinzipiell eine Lösung gefunden, aber die nicht funktioniert. Ja, wäre schön gewesen, wenn er gesagt hätte, wo er sie gefunden hätte oder gefunden hat, damit man vielleicht darauf aufsetzen kann. Jetzt ist er selber nicht dabei. Gut, muss man jetzt an der Stelle mit leben. Aber der interne Quality-Eintrag ist gemacht. Ich habe auch mal intern reingeschaut. Da ist er auch an der Stelle. Und wir schauen uns jetzt das an der Stelle gerne mal an. Matthias Peters fragt hier eine relativ häufig nachgefragte Frage. Wie kann man denn .NET Assemblies benutzen? .NET Assemblies sind ja im Prinzip DLLs. DLLs haben eine gewisse Schnittstelle, haben eine gewisse, ja, ein gewisses Interface, auf das ich jetzt Funktionen nutzen kann. Und diese .NET Assemblies können im Prinzip mit nativen Anwendungen
eventuell benutzt werden. Klassischerweise gibt es da innerhalb des Visual Studios, wenn ich ein solches .NET Assembly baue, die Möglichkeit, noch ein COM-Interface zusätzlich in das Assembly mit einzubauen. Das ist im Prinzip einfach nur eine Option. Eine Option, Projektoption innerhalb von Visual Studio. Mache jetzt ein reines .NET Assembly in C# zum Beispiel geschrieben und exportiere die Funktionen jetzt auch noch über eine COM-Schnittstelle. Das sparen sich aber mittlerweile viele Entwickler. Aus welchen Gründen auch immer. Die sagen sich ja, vielleicht zu viel Supportaufwand, vielleicht zu viel Aufwand, diese kleine Option einzuschalten mit allem drum und dran. Also, was findet man real in der Welt? Man findet heutzutage in der Welt relativ viele .NET Assemblies, die nur .NET können. Das heißt dann auch nur von .NET Anwendungen benutzt werden. Ist es soweit richtig? Nein, nicht ganz. Diese COM-Erweiterungen, wenn sie nicht vorhanden sind, stehen sie damit nativen Anwendungen prinzipiell erstmal nicht zur Verfügung. Es sei denn, man benutzt eine Bridging Technology, eine Brücke, eine Brückentechnologie. Und das, was bei vielen Kunden, bei vielen Delphi-Kunden, die reine .NET Assemblies ohne COM-Schnittstelle nutzen wollen, im Einsatz ist, das ist von A to Z, das sogenannte Crosstalk. Crosstalk legt auch explizit Wert darauf, truly and honestly no COM. Das heißt, keine COM-Schnittstelle, Component oder Common Object Model, um diese .NET Assemblies dafür vorzubereiten. Es kommt also mit reinen .NET Assemblies aus. Es gibt auch von dem Crosstalk eine Testversion. Die ist dann natürlich beschränkt irgendwie auf eine Anzahl von Zeit oder auf eine Anzahl von Aufrufen. Ich weiß es jetzt an der Stelle gar nicht mehr genau. Zumindest gibt es dazu eine Testversion. Und diese Testversion von Crosstalk stellt dann eine Brückentechnologie dar, die auf der einen Seite das .NET Assembly, das pure .NET Assembly auf sich vereint und die Funktionen sozusagen aufrufen kann, enumerieren kann, was kann das .NET Assembly und dann direkt für Delphi zur Verfügung zu stellen. Und das ist wirklich einfach. Und was ich damit sagen will, ist, viele Kunden nutzen das an der Stelle und nutzen das sehr erfolgreich und können jetzt damit auch sehr, sehr gut ihre .NET Assemblies in ihren Delphi-Anwendungen einbinden. Evaluation Edition. Ja, ich hatte vorhin überlegt, ist es die Anzahl der Aufrufe oder ist es eine zeitliche Limitierung? Es ist eine zeitliche Limitierung. Nach 5 Minuten stellt das dann an der Stelle auch wiederum die Arbeit ein. Es ist wirklich ultimative Schlüssel, die ultimative Lösung, um an der Stelle .NET Assemblies in Delphi einzusetzen. Gut, Michael Jelinski hat relativ viele Fragen dazu gestellt. Der kriegt auch viele Folien dazu. Eine der Fragen ist ein Apache Link Module. Da möchte er eine Logdatei schreiben. Wie kann man das realisieren? Generell läuft das wahrscheinlich über das Apache Log. Ja, die Annahme ist völlig richtig. Und wie wird das umgesetzt? Apache Log ist die Möglichkeit, über den Webserver Apache auch in das Log von Apache Informationen abzuschreiben oder wegzuschreiben. Apache.org hat das dokumentiert, ist natürlich auch wiederum abhängig von der Version, die man bei Apache einsetzt. Und da gibt es einen Mod-Guide, auch da kann man sich einfach mal kurz reinschauen. Gibt es die entsprechende Header-Datei, Log, und wenn man hier mal nach Log sucht, das geht über entsprechende Hooks und so weiter und so fort, http://log.h, mit allem, was dazugehört, kommt man denn jetzt auch da mit rein? Ist es in Delphi auch mit inkludiert oder mit hineingebracht? Ja, es gibt eine entsprechende Unit dazu, die heißt Web HTTP D24 für Apache 2.4. Hier rechts sieht man einen Ausschnitt dazu und da hat man die entsprechenden Methoden dafür, dass man jetzt auch die entsprechenden Error oder Warnings und so weiter und so fort in seiner Logdatei mit hinterlegen kann. Ja, das ist mit drin. Man muss sich nur halt eben die Web-HTTP D2.4 für Apache 2.4, gibt es auch für Apache 2.1, 2.4 und so weiter und so fort, hier mit inkludieren und hat damit dann auch den Zugriff darauf. Gut.
Michael Jelinski hat auch die Frage innerhalb des Apache-Link-Moduls. Er scheint also sehr viel mit Apache zu arbeiten. Im Hintergrund hat er wohl dann an der Stelle auch ein Linux, wie man innerhalb des Apache-Moduls eine Datei lesend schreibend zugreifen kann, auf eine Datei lesend schreibend zugreifen kann. Ja, das ist prinzipiell natürlich möglich, auch innerhalb eines Link-Moduls. Man muss natürlich immer nur da zwei Dinge beachten. Das eine sind die Leseschreibrechte. Rechte, mit welchem Benutzer, mit welchen Credentials, mit welchen Rechten starte ich meinen Apache-Prozess und kann dieser Apache-Prozess dann auch auf meine Dateien zugreifen. Da ist natürlich das zugrunde liegende Betriebssystem der Dreh- und Angelpunkt, um hier Dateizugriff hier zu durchzuführen. Andererseits muss man natürlich auch den gleichzeitigen Zugriff auf die Datei beachten. Habe ich jetzt zum Beispiel mehrere unterschiedliche parallele Anfragen an meine Apache und ich behandle die in entsprechenden Modulen, die vielleicht mehrfach instanziert wird, muss ich an der Stelle natürlich auch höllisch darauf aufpassen. Gleichzeitiger Zugriff auf eine Datei, das kann schon mal kräftig in die Hose gehen. Also da sollte man sich das überlegen, vielleicht irgendwie mit einem Log-Server oder mit einem zusätzlichen Webmodul, was ich intern bediene, diese Zugriffe oder diese Möglichkeiten oder Notwendigkeiten der Logdatei zu serialisieren. Das heißt, meine verschiedenen Apache Link-Modules liefern diese Ergebnisse oder übertragen diese an ein weiteres Modul, was diese dann serialisiert an eine oder über eine gemeinsame Schnittstelle auf die Datei wegschreibt. Auch das ist prinzipiell ganz normal möglich. Gut, und hier kam dann die Frage, warum ich dann auch mein Ubuntu wieder gestartet habe. Kann man ein Apache-Link-Modul debuggen? Jein, insbesondere unter Linux. Meine persönliche Bemerkung ist, ich würde gar nicht auf den Gedanken kommen, versuchen, ein Apache-Link-Module zu debuggen. Klar kann ich mit GDB irgendwo den Apache in einen Debug-Modus setzen. Wir haben dazu auch einen alten Artikel auf dem EDN, der prinzipiell immer noch gültig ist, Klammer auf für Windows, Klammer zu, um Apache in einen Debug-Modus zu setzen mit der entsprechenden Konfigurationsdatei, File fpath2httpd-config, bla bla. Das soll allerdings auch unter neueren Versionen von Apache-Windows unterbunden sein. Also da hat man gar nicht die Möglichkeit. Welche Alternative habe ich denn? Und das ist gerade das Interessante in diesem Zusammenhang. Welche Alternative habe ich denn dazu? Ich schließe an der Stelle einfach mal alles und mache jetzt an der Stelle einfach mal Web-Weitere über Web eine Webserver-Anwendung. Da fragt er mich jetzt natürlich, möchtest du das für Windows oder möchtest du das für Linux machen? Je nachdem, welche ich jetzt an der Stelle mit inkludiere. Prinzipiell funktioniert das immer unter Windows. Linux ist eine Option. Kann ich jetzt natürlich auch sagen, ja, möchte ich ein Dynamic Apache Link Module erzeugen? Ich würde jetzt an der Stelle eine Konsolenanwendung erzeugen, die einen Webserver gleich inkludiert hat. Hat zwei Vorteile. Ich kann das direkt unter Windows relativ normal debuggen. Da habe ich also wirklich keinen großen Stress mit. Kann allerdings meine ganze Logik, die ich dann in diesem Webmodul mit implementiert habe, natürlich auch in einem Apache Link Module Projekt benutzen. Die sind austauschbar. Die eigentliche Konsolenanwendung steckt in einer anderen Unit drin, die dann nur auf mein Webmodul verweist. Dieses nutzt. Mache ich ein zusätzliches Projekt mit dem Apache Link Modul oder habe ich es oder vice versa? Ich habe erst das Apache Link Modul und mache da zusätzlich noch eine Konsolenanwendung. Kann ich die auch relativ leicht debuggen? Kann das Ganze hier mal fertigstellen lassen? Und er rödelt hier ein bisschen. Ich habe hier mein ganz normales Webmodul Unit One. Da steckt nichts Großartiges dahinter. Web Request und einen Standard Response, der hier mir ausgegeben wird. Da kann ich gleich mal einen Breakpoint mit reinsetzen. Oder was ich auch immer an
Händlern habe, die in meiner Anwendung mit dabei sind. Die Händler kann ich ja hier jederzeit selber leicht erzeugen oder mir hier auflisten lassen. Verzeichnisinfo, bla bla bla, auf welchen soll das gehen, welche Ereignisse gehen denn darauf, welchen Producer oder Producer Content habe ich jetzt an der Stelle. Da wird mir jetzt an der Stelle erstmal nur hier diese Standardnachricht mit ausgegeben, wo dieser Breakpoint mit drin ist. Das Ganze kann ich jetzt innerhalb von Windows debuggen. Ich habe also meine ganz normale Delphi-Anwendung, allerdings nicht als Apache Weblink Module, sondern hier innerhalb einer in die HTTP-Umgebung. Kann das Ganze natürlich hier auch wiederum zulassen. Der ist jetzt soweit gestartet, Browser dazu geöffnet, kann jetzt natürlich einen x-beliebigen Browser nehmen und gehe jetzt einfach mal auf den lokalen Host mit dem Port 8080 haben wir jetzt an der Stelle und schwuppdiwupp, Quelltext, Haltepunkt. Genau das, was ich haben will. Kann jetzt also hier im Einzelschritt, Gesamtschritt da durchgehen und sehe jetzt auch, wie sich jetzt meine Anwendung aufbaut, wie ich jetzt im Einzel- Gesamtschritt da durchgehen kann. Und man sieht jetzt auch an der Stelle, ja, der wartet jetzt hier noch, der versucht hier die Seite zu öffnen. Erst wenn ich jetzt an der Stelle das hier weitermache, wird mir jetzt auch das Antwortergebnis dann irgendwann auch mal geliefert und ich habe jetzt meine Webserver-Anwendung. Hurra! Jetzt arbeitet der Gute allerdings primär unter Linux. Jetzt habe ich jetzt als Zielplattform natürlich auch schon mal hier Windows 32-Bit. Klar, kann ich auch unter 64-Bit machen. Das Ganze unter Linux gemacht. Habe ich jetzt hier erstmal soweit hier ein X und so weiter. Interessiert mich erstmal noch nicht. Muss ich gleich sowieso nochmal an der Stelle deployen. Ich gehe mal hier in ein Terminal, Terminal oder zumindest sowas ähnliches. Ich gehe einfach mal in meinen PA-Server 21 und rufe meinen PA-Server auf. Brauche dafür kein Kennwort. Ich vertraue mir hier selber. Guck erstmal, ob die Verbindung denn auch so weit steht, ob mir die Netzwerkgötter denn auch wohlgesonnen sind. Verbindung testen. Ja, erfolgreich hergestellt. Prima. Jetzt kann ich das erstmal deployen. Neu kompilieren. Ja, wollen wir jetzt an der Stelle. Ich will das jetzt erstmal nur mal so kurz austesten an der Stelle. Jetzt kommt nämlich hier dieser PA-Server und bietet mir hier auch genau das gleiche Modul. Jetzt könnte ich hier natürlich mal versuchen, Start einzugeben. Hä? Komisch, ne? Das Problem ist nämlich, ich bin jetzt hier im PA-Server drin und der PA-Server wartet jetzt auf den Prompt. Das heißt, im Prinzip hat dieses Konsolen-Web-Programm ein Readline und wartet auf Befehle. Ich muss also jetzt an der Stelle einfach mal den Server sozusagen manuell starten. Gehe jetzt hier einfach nochmal raus und starte den nochmal neu. Manuell starten, das heißt, im Projekt selber suche ich mir jetzt mehr oder weniger eine Stelle. Aha, da haben wir das Readline, holt sich jetzt sozusagen den Response raus. Und ich sage jetzt an der Stelle, ist mir doch egal, sozusagen bevor der erste Readline reinkommt, starte ich den Server einfach mal. Punkt. Das heißt, der eigentliche Prompt, mein Readline, wird jetzt hier zwar immer noch dargestellt, aber mein Server wird gestartet. Jetzt gehe ich nochmal in das Webmodul mit hinein und sage jetzt an der Stelle, ich möchte trotzdem einen Breakpoint haben. Den hat er jetzt an der Stelle natürlich auch angenommen. Und der sollte jetzt auch hier deployed werden. Okay, man sieht jetzt hier an der Stelle auch, der Webserver wurde gestartet. Das sind jetzt hier die Ausgaben. Wenn jetzt hier an der Stelle irgendwas über den PA-Server per Writeline ausgegeben wird, wird das nämlich direkt in die IDE übertragen. Sprich, mein Server läuft. Ich kann jetzt hier einen Browser nehmen, was immer ich da jetzt auch gerade rumfliegen habe und gehe jetzt einfach nochmal auf den Localhost Port 8080, so sollte es denn sein, und in der Tat, ich bin jetzt hier in dem Breakpoint drin. Das heißt, ich sehe jetzt hier meinen entsprechenden Breakpoint. Ich sehe auch in den Ereignissen Quelltext-Haltepunkt. Er ist hier tatsächlich reingelaufen und sowas wie eine Tooltip-Evaluation, auch das funktioniert. Sprich, jein, man kann den Apache prinzipiell wohl debuggen. Ich würde das Ganze allerdings scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Und hier habe ich einfach eine Möglichkeit gezeigt, wie ich mit dem integrierten Webserver das Ganze selbst über das Netzwerk
in Verbindung mit einem Linux-Server hier an der Stelle oder einem Linux-Desktop-System, wo jetzt meine Anwendung läuft, auch über das Netzwerk debuggen kann und meine Anwendung dann auch laufen lassen kann. Und in der Tat, ja, irgendwann hat er dann die Seite dann auch geladen und dementsprechend bekomme ich dann auch das Ergebnis. Das ist wirklich was, was das Ganze ein bisschen einfacher macht, bevor ich jetzt in den Apache reingehe. Ja, da gibt es immer wieder Probleme. Ja, das Internet ist voll, Apache, Debugging und so weiter und so fort. Proxy-Server dazwischen schalten, Web-App-Debugger und so weiter und so fort. Kann man dazwischen schalten, damit man auch wirklich sieht, was reingeht, was rausgeht. Wenn ich wirklich vermute, dass es am Apache liegt, dann wirklich mit dem Apache-Log arbeiten, um hier tatsächlich ein bisschen weiterzukommen oder aber auch Informationen darüber zu bekommen. Aber das wollte ich jetzt an der Stelle einfach nur mal soweit darstellen. Gut, Michael Jelinski fragt natürlich auch noch mehr. Wie sieht es mit FMX Linux aus? FMX Linux ist ja die Möglichkeit, dass ich jetzt von meinem Red Studio, respektive Delphi C++ Builder, Klammer auf, nur Delphi, Klammer zu, auch für Linux entwickeln kann. FMX Linux fügt noch hinzu, dass ich jetzt an der Stelle auch GUI-Oberflächen bauen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie sowas habe, ja, habe ich jetzt hier mal eine kleine, schöne Cross-Plattform-Anwendung, ich glaube schon. Irgendwas mit Katzen musste ich ja heute machen. Und das Ganze kann ich jetzt natürlich auch auf unterschiedlichen Plattformen starten. Das ist hier eine Anwendung, die nutzt Metal. Metal ist eine bestimmte GUI-Schnittstelle, die ich hier für iOS und oder macOS benutzen kann. Das kann ich jetzt natürlich auch mal hier auf dem macOS-Rechner starten. Da sieht man dann auch an der Stelle, dass hier im Notfall die Geschwindigkeit dieser GUI-Anwendung auch deutlich schneller ist. Gehen wir nochmal kurz hier rein. macOS 64-Bit, das sollte soweit auch deploybar sein. Netzwerk hat ja soweit funktioniert. Und ich habe jetzt hier eine GUI-Anwendung, FireMonkey gebaut, ohne Inhalt. Also da ist jetzt ein bisschen was mehr an Inhalt drin. An der Stelle eine rotierende Katze. Und da läuft sie dann jetzt auch schon. Sicherlich über GoToWebinar geht das jetzt sehr, sehr, sehr ruckartig und das Ganze wird verzögert. Hier ist es aber butterweich. Müsste mir jetzt einfach mal an der Stelle glauben. Das Ganze geht hier über Metal. Ich kann mir sogar anzeigen lassen, Bilder pro Sekunde. Also da kommt hier wirklich an die 60 Bilder pro Sekunde ran. Die Refresh-Rate, mit der das Ganze hier umgesetzt wird. Kann ich das Ganze auch für Linux hier kompilieren? Wir sagen jetzt an der Stelle natürlich immer ja. Schauen wir uns mal kurz an. Hier gibt es auch da Global Use Metal True, ist jetzt mal eingeschaltet, ist Linux drauf und ich kann das hier auch mit FMX Linux, also dem GUI Framework von FireMonkey, was hier an der Stelle auch für Linux zur Verfügung steht, hier umsetzen und siehe da, genau die ganze Anwendung läuft jetzt an der Stelle auch unter Linux. Gut, zurück zu der eigentlichen Frage. FMX Linux ist eine Fremdentwicklung, ist ein Partner von uns, der FMX Linux gebaut hat. Der aktualisiert das auch regelmäßig. Aktuell sagt hier Michael, dass es die Version 1.5.6 ist. Nein, vor einer Woche haben wir das auf 1.5.8 aktualisiert. Das ist auch der aktuelle Status Quo von FMX Linux. Wo finde ich das Ganze? FMX Linux, da finde ich Informationen dazu und natürlich auch die Historie, was hier in der letzten Version hier aktualisiert worden ist. Wo finde ich jetzt FMX Linux oder generell die Möglichkeit, Linux zu kompilieren? A, brauche ich dafür ein Delphi Enterprise oder ein Red Studio Enterprise in Verbindung mit Delphi? B, finde ich das im sogenannten Getit Package Manager. Im Getit Package Manager gibt es ja mittlerweile knapp 300 Erweiterungen für Delphi C++ Builder. Und wenn ich hier nach FMX Linux suche, kann ich mir diesen Zusatz mit installieren, auch in der aktuellen Version 1.5.8. Die Frage ist ja, was ist hier zukünftig geplant? Roadmap. Da muss man jetzt an dieser Stelle Eugene fragen. Eugene ist der oder einer der Chefentwickler, die das Ganze hier zur Verfügung stellen. Wir
bundeln das kostenfrei mit der Enterprise-Version, die generell den Linux-Compiler inkludiert hat. FMX Linux für die Enterprise-Edition bietet dann auch das GUI-Frameset mit an, sodass ich also hier wirklich relativ lustige Anwendungen bauen kann. Das geht sogar so weit, dass ich mir einfach mal anschauen kann, wo haben wir das? Ich glaube, das ist Project 4. Ja, da kann ich dann auch so Datenbankanwendungen mitbauen für Linux. Also es geht alles relativ gut. Basiert jetzt hier auf einer SQLite-Datenbank, die automatisch mit übergeben wird. Und natürlich wieder Katzen, die hier mit dabei sind. Ist eine sehr schöne Möglichkeit. Wie gesagt, leider Gottes erst ab der Enterprise-Edition mit enthalten. Gut, letzte Frage von Michael Jelinski. Ist eine Audioaufnahme als MP3 möglich? Hier geht es um die mobilen Endgeräte, an der Stelle Android-iOS. Prinzipiell ist eine Audioaufnahme möglich. Dazu haben wir auch ein kleines Tutorial auf unserer Webseite. Auch dieses Tutorial für die, die es interessiert, kann ich mal hier mit in den Chat reinschmeißen. Das heißt, auch einfach nochmal an alle senden. Aber was hier aufgenommen wird, ist CAV für iOS und macOS, beziehungsweise 3GP für Android. Das sind die Standardaufnahmemöglichkeiten. Gibt es da Konvertierungsmöglichkeiten, fragt Michael jetzt natürlich an der Stelle auch. Auf dem Endgerät selber, ja, gibt es eine Vielzahl von Bibliotheken, die auch diese Dateiformate, Audioformate in MP3 konvertieren können. Ja, das ist prinzipiell möglich. Wir haben da selber im Red Studio, im Delphi, im C++-Bilder keine Möglichkeit, direkt eine 3GP-Datei in MP3 zu konvertieren. Aber da gibt es auch, wenn man auf Google sucht, genug Audiobibliotheken, die cross-Plattform funktionieren, damit auch auf Android, damit auch für Delphi, um auch eine 3GP-Datei in MP3 zu konvertieren. Gut, hier dann auch, glaube ich, die allerletzte Frage von Michael Jelinski. Ich wollte alle beantworten. So viel Zeit muss sein. Wird das Indie-Projekt von Embarcadero supported und damit auch neuere SSL, TLS-Versionen unterstützt? Prinzipiell ist das Indie-Projekt ein Open-Source-Projekt. Indie ist ein Open-Source-Projekt aus einer Community entstanden und die Frage kommt relativ häufig. Wie sieht es mit SSL 3 respektive TLS 1.3 Unterstützung aus? Wenn ich jetzt an der Stelle irgendwelche Indie-Komponenten habe, zum Beispiel eine IDE-HTTP-Komponente und ich möchte diese über SSL kommunizieren lassen, gerade auf moderneren Betriebssystemen, gerade in Verbindung mit macOS, gerade in Verbindung mit Banken, Versicherungen, ist häufiger schon SSL 3 oder TLS 1.3, was synonym zu verwenden ist, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, gefordert. Und das bietet Indie nicht. Punkt, ist so. Ja, wir unterstützen Indie. Ja, wir geben denen auch die Ressourcen, Lizenzen. Wir möchten diese auch weiterhin supporten. Da gibt es natürlich auch auf dem Indie-Bug-Tracker oder in den Feature-Requests immer wieder den Hinweis, oh, wir brauchen TLS 1.3 SSL-Unterstützung. Wir können das Projekt allerdings nicht selber irgendwo nach vorne bringen im Sinne von Programmieren. Es ist ein Open-Source-Projekt. Wir unterstützen die nach bestem Wissen und Gewissen. Wenn Sie selber irgendwelche guten oder größeren Open-Source-Projekte kennen, haben oder an der Stelle sich wünschen, ich sende das auch nochmal an alle, können wir diese sponsoren. Wir nehmen allerdings auch nicht aktiv an der Entwicklung teil. Klar, Indie ist relativ weit verbreitet und so weiter und so fort. Was gibt es für Alternativen? Die Alternativen sind natürlich, dass ich hier mit dem, ups, wo sind wir hier? Nee, da wollen wir nicht hin, hier wollen wir hin, dass ich mit den Net-HTTP-Komponenten arbeite. Wenn ich jetzt einfach mal im DocWiki suche nach den Net-HTTP, da sollten wir doch irgendwo was finden. Using HTTP-Client, da haben wir mittlerweile in all unseren Bibliotheken, was System.NET-HTTP bedingt oder aber auch in den REST-Client-Bibliotheken oder aber auch was die entsprechenden Red-Server betrifft, da nutzen wir mittlerweile die
Funktionalitäten des Betriebssystems. Das heißt, kann das Betriebssystem TLS 1.3, kann es SSL 3, dann wird es auch genutzt. Das ist auf macOS freigeschaltet, auf neueren, neuesten Windows-Versionen ist es auch freigeschaltet. Und da arbeiten wir an der Stelle mit. Also man kann die auch dementsprechend auf die entsprechenden System.NET-HTTP-Client-Komponenten umstellen mit den entsprechenden Möglichkeiten, dass ich hier auch meine Daten hier abholen kann, einen entsprechenden REST-Request absetzen kann. Dass ich hier, da haben wir natürlich auch Beispiele dazu und es ist auch relativ gut dokumentiert, dass ich hier über die Betriebssystemfunktionalitäten gehe und dass ich hier nicht mehr auf Indie angewiesen bin. Warum haben wir das gemacht? Wir haben natürlich die Notwendigkeit gesehen. TLS 1.3, SSL 3 ist mittlerweile weit verbreitet, wird in hochkritischen Bereichen immer wieder gerne genommen oder halt eben vorgeschrieben. Indie ist nicht so weit, Indie möchte das implementieren. Das sind uns aber leider Gottes auch in vielen Bereichen leider die Hände gebunden. Tut mir leid. Also von daher, ich will nicht sagen, gehen Sie weg von Indie, gehen Sie mit anderen oder von /N-Software mit anderen Komponenten da dran, die dann auch TLS 1.3 unterstützen. Indie kann es nicht. Gut, Wolfram Borisch, ich würde mal gerne bei Ihnen anregen, dass man Konzepte findet, dass man wichtige alle Dinge, die bisher nur über Getit zu haben sind, auch über eine Offline, über einen Offline-Installationsweg auf die Entwicklerrechner bekommt. Ja, kurze Antwort wäre, Getit ist ein Online-Repository. Das heißt, wenn ich innerhalb meiner IDE bin, habe ich natürlich im Tools Getit Package Manager Menü, habe ich eine Vielzahl von Erweiterungsmöglichkeiten. Das bedingt natürlich, dass diese Maschine, dieser Rechner, diese Windows-Instanz mit dem Internet verbunden ist. Habe ich jetzt hier keine Verbindung? Ich kann das ja mal hier einfach mal gnadenlos abknapsen. Das heißt, dieser Rechner ist jetzt an der Stelle internetlos. Ja, dann kriege ich natürlich auch nichts in Getit. Das ist ein Problem. Das ist wirklich tatsächlich ein Problem. Der Kunde hier, Wolfram Borisch, hat auch erzählt, ja, es gab auch ein wichtiges Tool für ihn, für den C++-Builder, das sogenannte Twine-Compile. Er hat halt eben Gott und die Welt in Bewegung gesetzt. Ich habe das hier alles ein bisschen verkürzt dargestellt. Er hat hier Gott und die Welt in Bewegung gesetzt und wenigstens diesen Twine-Compile auf my.embarcadero.com zum Herunterladen zu bekommen. Wir möchten allerdings Getit als reines Online-Repository vorhalten. Punkt. Ist so. Jetzt kann man abends beim Bier stundenlang drüber streiten, warum machen wir das so und warum machen wir das nicht alles auch offline, warum geben wir das nicht in die entsprechenden my.embarcadero.com Download-Portale mit rein, jedes einzelne Ding. Es gibt einfach einige Dinge, da wollen wir eine Lizenzüberprüfung machen. Ist die Lizenz gültig? Ich sage es da relativ offen. Ist die Lizenz gültig? Kann man damit arbeiten? Ist der Kunde an der Stelle auch unter sogenannter Update-Subscription? Darf er das? Soll er das? Kann er das denn überhaupt installieren? Ist er dafür noch berechtigt? Und so weiter und so fort. Es gibt allerdings einen Trick. Den verrate ich auch. Wenn ich mir nämlich einfach mal das anschaue, ich habe den Trick hier schon mal als Bildschirmfoto mit drin, da habe ich hier verschiedene Plugins installiert. Und die finde ich, die installierten Plugins auf einem Rechner, der Internetkontakt hat, der vielleicht gar nicht mehr meine Projekte laden soll, kann, muss, der einfach nur Red Studio installiert hat, vielleicht in einer minimalen Konfiguration, aber der Internetkonnektivität hat. Da kann ich nämlich Getit überlisten. Ich lade dann nämlich irgendwo ein Paket runter, wie zum Beispiel AQTime. Installiere das auf diesen internetverbundenen Rechner und gehe in die Registry. Und dann finde ich hier unter diesem Zweig HQ Current User Software Embarcadero BDS 21, dann unter Catalog Repository Elements, finde ich die aufgelisteten installierten Plugins. Und da finde ich auch eine URL. Eine URL, wo er diesen Quatsch denn runterlädt. Und das will ich mir an der Stelle auch einfach mal anschauen. Ich gehe hier auch mal auf
in meinem Rechner. Ich weiß jetzt gar nicht, was für Pakete ich denn jetzt hier drin habe. Und da habe ich ja gesagt, unter 21 Catalog Repository Elements, da finde ich jetzt hier die Dinge, die ich bei mir installiert habe. Und da gehe ich jetzt zum Beispiel mal auf ein Ding drauf, was ich normalerweise nur über Gadget kriegen kann. Und da soll es dann auch sowas wie eine URL geben. Fenster ist ein bisschen klein. Und da finde ich dann auch eine URL. Ich vergrößere das mal ganz bewusst. Ah, und da finde ich dann auch eine URL zu einem ZIP-Archiv. Ich gehe mal hier rein in die URL, kopiere mir das, Steuerung C, gehe in einen x-beliebigen Browser, Browser meiner Wahl, und sage jetzt einfach mal Steuerung V. Oh, er bietet mir das an. Jetzt bin ich glücklich, wenn ich einen Rechner mit Internet habe. Okay, davon sollte ich mal ausgehen, dass jeder irgendwo einen Rechner mit Internet hat. Da kann er sich ein Red Studio installieren. Alles gut, kann man sich noch vorstellen. Kann ich die URL rauspicken. Jetzt lade ich das mal auf den Schreibtisch, und sage jetzt an der Stelle, nee, das geht unter BigSür nicht mehr. Ne? Nee, das geht nicht. Ich mache mal hier alles weg. Ich mache mal hier alles weg, denn ich brauche hier meinen Schreibtisch. Und ich sage jetzt hier einfach Parnassus. Ich habe dieses ZIP hier ausgepackt und da ist leider Gottes nur eine DLL drin. Die DLL muss registriert werden. Bei manchen Archiven oder bei manchen URLs, wie zum Beispiel auch beim Twine Compile, habe ich ein Executable. Bei Aketime habe ich ein Executable, was ich einfach ausführe. Bei manchen habe ich halt eben nur eine DLL und Gadget weiß, was er denn vorher und nachher machen soll. Das kann ich mir auch anzeigen lassen. Aha. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Library anzeige, dann sieht man im Statusdialog vom Gadget Package Manager, wenn er es denn installiert, was er denn tut, welche Einträge er macht, welche DLL er registriert. Die muss ich dann mitprotokollieren. Das heißt, ja, es tut mir leid, mir persönlich, gut, ich kann es hier nicht ändern. Ich habe diesen Vorschlag schon an die USA unterbreitet. Auch diese Downloads mehr und mehr offline zu stellen auf einer anderen Seite, aber für reine Executables wie Aketime, wie entsprechend auch Twine Compile und so weiter und so fort, kann ich die einfach auf einem Rechner runterladen, wo ich keine Projekt Entwicklung mache, der einfach nur zum Runterladen meiner Gadget Packages ist. Ich gehe in die Registry, hole mir die URLs raus. Ja, ist kompliziert. Man möge mich jetzt mit virtuellen Tomaten bewerfen. Ist aber so. Ich habe nur eine Lösung vorgestellt, wie man trotzdem drankommt, ohne jetzt Gott und die Welt in Bewegung zu setzen, ist nur eine Möglichkeit. Wie gesagt, kann man mich jetzt an der Stelle für steinigen? Ich bitte, aber auch diesen Workaround dementsprechend zu honorieren, in Anführungszeichen, ist eine Möglichkeit, das rauszufinden. Gut, Wolfram, mehr habe ich nicht. Alfred Steller fragt, kann ich diese Version ohne aktive Wartung installieren? Ja, wir haben den 10.4.2 Installer für Earlier 10.4 Releases im Gadget mit drin. Ich habe es nicht mehr mit drin, weil ich habe hier schon einen 10.4.2er Release. Da wird er mir gar nicht mehr angeboten. Gadget filtert nämlich auch, für welche Version werden denn überhaupt Pakete angeboten. Bin ich jetzt auf 10.4.2, werden mir Pakete für 10.4.0, 10.4.1 nicht angeboten. Der installiert tatsächlich einfach nur oder lädt nur die reine Exe runter und bietet die Exe zur Installation an. Das heißt, drüber Installation von 10.4.2. Kann er diese Version ohne aktive Wartung installieren? Nein, bringt auch nichts. 10.4.2 steht tatsächlich nur Kunden mit einer aktiven Wartung zur Verfügung. Ist die Wartung abgelaufen? Tut es mir leid an der Stelle. Nein, es steht 10.4.2 auch nicht zur Verfügung. Marco Cantu hat ja an der Stelle auch nochmal darüber geblockt. Geblockt soll an der Stelle heißen, was macht dieses Ding überhaupt? Was kann ich damit arbeiten? Auch das für alle, die es interessiert, kann ich jetzt an der Stelle auch mal über den Chat von GoToWebinar schicken, um damit dann auch zu arbeiten. Also ohne Wartung, nein. Matthias Weingart hat eine sehr interessante Frage gestellt und diese Frage, deren Beantwortung sieht man hier rechts auch schon.
Er hatte im Prinzip ein Stringgerät auf einer mobilen Plattform und da sollen Gleitkommawerte manuell eingetragen werden. Jetzt sieht man hier rechts ganz viele chinesische Schriftzeichen, bla bla bla, das ist ein animiertes GIF. Aber es geht eigentlich nur um das Stringgrid. Und da gibt es zum Teil Texte, wie man jetzt gerade sieht, noch ein Text, aber jetzt ein numerischer Wert und die Tastatur soll umspringen. Das kann das Stringgrid, Klammer auf, in Verbindung mit Live Bindings, automatisch, weil ich nämlich innerhalb dieses Column-Typs angeben kann, dass hier an der Stelle numerische Werte eingegeben werden können. Und da ist das Stringgrid so intelligent, dass es das umschaltet. Das Ganze ist jetzt ein japanischer Block, japanisch, koreanisch, irgendwas Asiatisches. Ich kann es nicht lesen, tut mir leid. In diesem Blogartikel ist das beschrieben, der Gott sei Dank in englischer Sprache verfügbar ist. Da habe ich dann auch dieses animierte GIF daraus und da sieht man dann auch die entsprechenden Live-Bindings mit den entsprechenden Columns, also den Spalten. Und da kann ich den Column-Style anwählen. Currency Column. Haha, prima. Und die Tastatur reagiert darauf automatisch. Also, es ist nicht unbedingt notwendig, dass ich jetzt irgendwo die Virtual Keyboard auch noch sage, was für ein Typ dahinter liegt. Wenn er denn aufpoppt, dann müsste ich sonst an der Stelle eingreifen. Wenn die Virtual Keyboard aufpoppt, dann stell den Typ um, je nachdem, in welcher Spalte ich mich befinde. Oder ich mache es halt eben über das Stringgrid mit den entsprechenden Live-Bindings dahinter. Da kann ich nämlich dann auch bei den Columns angeben, was von Column Style das ist, um an der Stelle auch die Virtual Keyboard hochpoppen zu lassen und auch die Möglichkeiten der nächsten Feldauswahl automatisch zu realisieren. Und dass er das, das sieht man jetzt hier auch gleich nochmal in dem animierten GIF, auch die entsprechende Tastatur mir hier zur Verfügung stellt. Ist ein Kniff, den habe ich hier gefunden, kann ich jetzt auch länger drüber reden. Das ist hier nur der Kreis von der Aufnahme, Bildschirmaufnahme. Und das Ganze wird hier sehr gut beschrieben in englischer Sprache. Das ist noch hoffentlich soweit gut lesbar. Also, the virtual keyboard will automatically pop up the numeric input mode. Das geht also automatisch, wenn man das an der Stelle passend konfiguriert. Das ist ein einfacher Tipp und wenn ich jetzt Go Next, welches ist richtig, habe ich jetzt nicht so verstanden, oder Enter drücke und er wirklich ins nächste Feld springt, innerhalb des Stringgrids, poppt er das automatisch auf. Das ist der gute, wichtige Tipp für meinen Namensvetter. Gut, Heinz-Peter Reier, ist von einer komplett anderen Idee umgestiegen und hat jetzt natürlich irgendwie grundlegende, ja, Fragen, wie man jetzt Formularentwicklung in Verbindung mit Datenbankdesign macht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was er hatte, FileMaker oder irgendwie sowas als Entwicklungsumgebung. Die haben wohl in neueren Versionen, so kann ich mich in der E-Mail noch dran erinnern, die Möglichkeit der Executable-Erstellung abgeschlossen oder aufgelöst, ist nicht mehr vorhanden und sucht jetzt dringend nach einem anderen Frontend-Datenbank-Entwicklungswerkzeug, um hier an der Stelle Executables, Exe-Dateien für Windows zu erzeugen. Und er möchte einfach hier Kundendateien mit entsprechenden Formularen, Artikeldateien mit entsprechenden Formularen, also so, ich sag mal, klassische Datenbank-Frontend-Entwicklung mit Delphi machen. Jetzt könnte ich jetzt natürlich auch in das Delphi reingehen und sage jetzt einfach, ja, das ist alles kein Problem, VCL-Anwendung, FireMonkey-Anwendung. Ich habe hier die Möglichkeiten, auf Datenbanken zuzugreifen, für immer, was ich jetzt auch Datenbanken habe. Und da fängt im Prinzip schon mal die grundlegende Frage an. Welche Datenbank will ich denn überhaupt benutzen? Muss die netzwerkfähig sein? Muss die nur lokal funktionieren? Darf die was kosten? Muss die auf jeden Fall kostenneutral sein? Will ich hier vielleicht MySQL benutzen? Möchte ich hier MariaDB benutzen? Welche Datenbankkomponenten benutze? Es ist ein relativ umfangreiches Feld. Und wenn ich jetzt einfach mal nach Delphi Form Database Tutorial suche, sollte ich relativ viel finden, wie man Datenbank-Frontend-Entwicklung mit Delphi betreiben kann.
Da gibt es hier ein Tutorial, noch ein Tutorial, Tutorial, SQLite-Datenbank, aber man sollte erstmal sich im Klaren sein, welche Datenbank möchte man benutzen. Das ist so bei Full Integrated Database Development, Desktop Application IDEs, bla bla bla, ist es natürlich alles inkludiert. Da hat man ein geschlossenes System. Ich habe hier meine Datenbank. Oh, Datenbank, Formulardesign, Formulardesign, Reporting. Das ist so bei Delphi, wie soll ich sagen, leistungsfähiger. Ich will nicht ganz bewusst sagen komplizierter. Natürlich kann ich mir in Delphi auch sehr schnell was zusammenklicken. Ich weiß hier, ah, ich habe hier eine SQLite-Database, ich kann hier jetzt auf meine Tabellen zugreifen. Alles prima, was haben wir hier sonst noch? Hier habe ich noch eine Interbase-Datenbank. Oh, hier habe ich auch meine Tabellen drin. Ich kann ja per Drag-and-Drop meine Customer-Tabelle mit draufbauen. Ich hau mir einfach hier so ein DB-Grid mit rein. Und verknüpft das jetzt an der Stelle einfach über eine sogenannte Data Source. Klar, das sind alles Mechanismen, die muss man kennen, die muss man wissen, was man hier mit wem zusammenhängen kann. Muss man das alles auch von den nicht visuellen Komponenten hier in das Formular platzieren oder nimmt man da lieber ein Datenmodul und so weiter und so fort? Da gibt es viele Fragen, die zu beantworten sind. Ich kann hier generell nur einfach mal grundlegend zeigen, ja, das funktioniert in Delphi, ja, das funktioniert auch relativ schön. Da ist im Prinzip alles dabei, was man braucht, um klassische Frontend-Entwicklung zu betreiben, um das Ganze miteinander zu verheiraten. Auch hier wieder muss ich wissen, Data Source muss damit verbunden werden. Möchte ich jetzt hier vielleicht auch noch einen Login-Prompt haben, der ist schon auf False gesetzt. Alles prima und ich kann meine Anwendung starten. Und ich habe zumindest mal mein erstes Formular gebaut, wo ich natürlich auch schon gleich Datensätze eingeben kann. Es ist also funktional im Sinne von editieren, neue Sätze, Datensätze hinzufügen. Möchte ich das an der Stelle vielleicht noch in einer Tabulatoren- oder Einzeldaten Darstellung haben, möchte ich einen Bericht dazu machen. Ja, da gibt es sehr viele Tutorials. Ist sehr umfangreich die Frage oder die Beantwortung der Frage, die ist völlig legitim, die Frage, ist aber auch sehr mannigfaltig zu beantworten und hat viele grundlegende Fragen in sich verborgen, welche Datenbank nutze ich, Netzwerkfähigkeit und so weiter und so fort. Filterungsmöglichkeiten. Gibt es sehr, sehr viele Tutorials. Gibt es dazu auch Videos? Ja. Gibt es dazu auch deutsche Videos? Ja. Haben wir auch dazu Delphi Formular? Muss ich da Formular, Datenbank, ups, Datenbank oder halt eben das Beispiel? Ja. Gibt es auch im DocWiki welches? Delphi in eine Access-Datenbank schreiben, Datenbankgrundlagen, Delphi-Tutorials. Da sollte man sich an der Stelle einfach mal anlesen. Es ist ein bisschen umfangreicher, es ist ein bisschen komplizierter, als man das von klassischen Frontend-Entwicklungs-integrierten Datenbank-Schnickschnack kennt. Entschuldigung für die Diffamierung. Delphi hat da mehr Möglichkeiten, macht es komplexer, definitiv. Man stößt allerdings auch nicht so schnell an Grenzen. Und damit hoffe ich zumindest mal, dass ich die Frage halbwegs vernünftig beantwortet habe, Heinz-Peter Reier, um hier zumindest mal einen Einblick zu geben. Gut. Josef Zellhuber fragt, kann ich den Tooltip deutlich länger anzeigen lassen? Wenn ja, wo? Das ist eine Frage, die kommt relativ häufig. Gerade wenn ich jetzt irgendwo innerhalb meiner Entwicklung bin und ob ich jetzt im Debug-Modus bin oder halt eben auch selber innerhalb meiner Entwicklung. Was ist denn das jetzt an der Stelle? Ja, je nach Art von Tooltip kann er jetzt hier, weil es halt eben schon selber das ist, nicht drauf zugreifen. Wenn ich mit der Maus drüber fahre und ich belasse es dabei, ist es okay. Habe ich jetzt allerdings irgendwo sowas wie ein Breakpoint, bin ich in der Entwicklung mit drin und ich habe jetzt hier eine sehr sinnige Programmierung, aber ich möchte jetzt an der Stelle einfach mal einen Breakpoint setzen und ich habe jetzt irgendwo die Möglichkeit, hier über meine Evaluation irgendwo darauf zuzugreifen. Jetzt habe ich natürlich keine Variable. Ich doof.
Neu ist ja auch, dass ich hier auch während des Debuggens was hinzufügen kann. Das ist eine Neuerung von 10.4.1, 10.4 ganz im Allgemeinen. For i entspricht 1, to 100, do irgendwas. Funktioniert jetzt natürlich nicht dafür, dass ich jetzt auch während des Debuggens neu veränderten Quellcode direkt debuggen kann. Ich muss einmal neu starten, aber ich kann zumindest mal direkt an der Stelle, wo ich bin, meinen Quelltext verändern. Das ist schon mal viel wert. Und jetzt habe ich hier halt eben den Tooltip, der sollte eigentlich immer so lange angezeigt werden, wie ich dann da mit der Maus drüber fahre. Also es funktioniert schon. Aber es ist halt eben eine allgemeine Tooltip-Einstellung von Windows. Da können wir in vielen Bereichen auch nichts dran rum doktrieren. Tut mir leid, also Beantwortung der Frage Nummer 1, nein, ist eine Tooltip-Windows-Einstellung, kann man jetzt nicht ändern, aber er fragt ja auch, kann ich ohne zu kompilieren die Texte der Warnungen und Fehler irgendwo gesammelt finden? Zum Beispiel im Toolfenster für Meldungen, wenn ja, wo? Das ist eine Neuerung, die haben wir auch in 10.4, 10.4.2 hier mit inkludiert. Die muss man aber explizit einschalten. Funktioniert auch nur mit der 10.4.2 Tools Optionen. Da muss man reingehen. Unter Tools Optionen dauert das manchmal einen kleinen Augenblick. Und da finde ich im Bereich der Sprache, Entschuldigung, Benutzeroberfläche, ich verwechsel das immer, Benutzeroberfläche, Editor Optionen, Sprache. Mag etwas verwirrend sein, je nachdem für die Sprache auch Einstellmöglichkeiten für die Fehlermarkierung. Diese Lasche ist neu in 10.4.2 und die ist standardmäßig eingeschaltet auf nur Fehler. Das heißt, Fehler im Quelltext werden mir automatisch dargestellt. Rote Kringellinie. Ich kann allerdings auch alles anzeigen lassen, muss ich allerdings explizit einschalten. Und ich habe noch die Möglichkeit, Fehlermarkierung in Editorleiste anzeigen lassen. Das sehen wir gleich. Haben wir jetzt soweit drin? Jetzt haben wir hier zum Beispiel was, Komma B, Komma C, Komma D, Komma E. Und kann das jetzt ja einfach mal rumrödeln lassen. Die Editorleiste, damit ist dieser linke Bereich, diese Spalte hier gemeint. Und hier sehe ich jetzt sowas wie ein I. I wie Information oder umgedrehtes Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und ich sehe das hier auch unterkringelt. Und dann sehe ich hier auch eine Warnung. Variable B wurde deklariert, aber niemals verwendet. Variable C, Variable D, Variable E. Und ich sehe es darüber hinaus hier links oben auch in der Strukturansicht. Würde ich jetzt an der Stelle auch irgendwie sowas schreiben? B entspricht C und ja, jetzt habe ich keinen Block und so weiter und so fort. Soll mir jetzt aber auch egal sein. I entspricht 100. Dann ist das ja gültiger Code. Oder ich habe jetzt hier irgendwo noch anderen wertigen Code. Ja, Operator, da Semikolon fehlt. Das wird mir hier jetzt auch als Warnung mit angezeigt. Das heißt, davor erwartet er ein Semikolon. Ich sehe hier weiterhin, dass B und C als an der Stelle auch zwar benutzt werden, allerdings hier auch wiederum eine Warnung, die ich mir anzeigen lassen kann, indem ich mit der Maus zeige, da rüberfahre. B wird niemals benutzt, der darauf zugewiesene Wert. Bei C, Variable C ist möglicherweise nicht initialisiert worden und so weiter und so fort. Wird mir links angezeigt. Je nach Anzahl der Warnungen, blau unterstrichen, gelb unterstrichen, rot unterstrichen. Wenn ich jetzt hier irgendwie was nochmal reinmache, wird mir das so rot unterstrichen. Breakpoint nochmal rausnehmen, damit man es besser sieht. Habe ich hier also wirklich einen großen Park an Warnungen, an Hinweisen, die mir hier der Compiler auch direkt meldet und hier links oben in der Strukturansicht anzeigt. Ist eine wirklich schöne, gute Neuerung in 10.4.2. Das Ganze funktioniert über das Language Server Protokoll. Das heißt, dieses Code Inside, Error Inside wird nicht mehr in der IDE abgefeuert, sondern über einen externen Prozess. Mehr Details, da finde ich jetzt auch irgendwo hier Delphi LSP, sind drei Prozesse, die außerhalb der IDE laufen und eigentlich die IDE auch vom Speicher her entlassen, um auch größere Projekte zu kompilieren. Ja, eine 64-Bit-IDE würden wir uns alle wünschen, Klammer zu. Aber damit habe ich schon mal sehr gute Möglichkeiten, das Ganze hier mit reinzubringen. In der Strukturansicht oder in der Editorleiste
muss ich explizit einschalten? Wo muss ich das einschalten? Unter den Tools-Optionen ist also eine Einstellung der kompletten IDE, nicht nur für das Projekt. Und dann unter der Benutzeroberfläche Editor-Optionen Sprache, da gibt es die neue lasche Fehlermarkierung. Entschuldigung. Und das muss ich explizit auf alles hinschmeißen. Rendering-Stil, klassisch, sanfte Welle, einfache Linie oder Punkte. Also ich kann das auch ein bisschen hier bundisch machen, je nachdem, wie ich das haben will. Editor-Leiste, also links, kann ich das auch noch mit inkludieren. Alles prima. Und dann habe ich hier im Notfall einen großen Kladderabatsch, dass ich hier Fehler und so weiter und so fort habe, die ich dann mit der Tooltip-Evaluation dann auch mir anzeigen lassen kann. Josef, in gewisser Weise danke für die Frage, weil damit konnte ich dann auch eine schöne Neuerung von 10.4.2 zeigen. Also man sieht, da machen wir auch wirklich aktiv weiter und hören wirklich auf das, was die Entwickler haben wollen. Und das ist wirklich durch die Bank weg sehr gut aufgenommen. Gut, Christian Huber fragt, wie kann ich prinzipiell Basisfarben so umstellen, dass ein Formular im Prinzip in einer bestimmten Farbe, schwarz-grau, aussieht, aber er möchte jetzt an der Stelle nicht irgendwo den Style mitliefern. Er will die Anwendung als Executable ohne zusätzliche PNG-Dateien, okay, es sind dann die entsprechenden Stile-Dateien, ausliefern, aber die sollen dann auch direkt in dem Executable drin sein. Sprich, das Executable wird zwar größer, aber ich kann damit ganz normal arbeiten. Und die neu integrierten Komponenten sollen den Stil auch sofort ohne Anpassung übernehmen. Ja, da gibt es natürlich auch wiederum ein paar Hinweise dazu. Das wurde auch schon mal häufiger gefragt. Auch das möchte ich jetzt hier an der Stelle einfach mal. Ups, da haben wir noch das Alte, da haben wir noch das Neue. Das möchte ich jetzt an der Stelle auch noch mal hier mit hineinbringen. Zwei verschiedene Antworten, je nachdem, ob ich das Ganze jetzt für VCL und oder für FireMonkey machen will. Ich möchte das an der Stelle einfach mal zeigen. Die Links könnt ihr jetzt an der Stelle auch euch selber angucken. Wie mache ich das denn? Ich mache es an der Stelle mal mit einer VCL-Anwendung. Und prinzipiell kann ich natürlich sagen, ich mache es erstmal noch nicht richtig, in Anführungszeichen. Ich sage in den Projektoptionen, aha, die Anwendung hat ein bestimmtes Erscheinungsbild. Jetzt sind wir hier für Windows unterwegs. Ich sage jetzt an der Stelle einfach mal Glow, Vorschau, wie sieht Glow aus? Schwarz-Grau, ein bisschen Türkis. Ah, ist das schon mal prima. Close. Glow nehmen wir mit rein. Glow ist auch der Standardstil, sonst wäre es halt eben Windows. Sag jetzt an der Stelle speichern, starte meine Anwendung und siehe da, oh, alles schwarz, alles prima. Jetzt muss man sich aber links mal das Projekt soweit anschauen. Und ich speichere mal eben kurz alles. Zap, zarab. Und jetzt lasse ich mir einfach mal, da ist noch ein Fenster davor, das klicke ich mal eben kurz weg, den Quelltext anzeigen. Da sieht man jetzt an der Stelle auch den Style Manager, Try Set Style. Was macht er jetzt an der Stelle? Da versucht er jetzt an der Stelle, um es mal kurz zu sagen, irgendwo mal die entsprechenden Style Resources zu finden. Auto Discovery, ja, nein, bla, bla. User Local, bestimmtes Verzeichnis. Dann versucht er dieses Teil zu laden. Same Stack, User Local, bla, bla und so weiter und so fort. Dann versucht er den im Dateimenü zu finden und zu laden. Gibt es ein paar Einstellungen dafür und so weiter und so fort. Dann wollen wir allerdings nicht. Ich schließe noch mal alles, um das Ganze auch irgendwo mal frisch und neu zu haben. Neue VCL-Formularanwendung. Ich nehme nämlich jetzt an der Stelle den Style direkt als Ressource auf. Auch das geht. Da gehe ich nämlich Projekt in die Ressourcen und Bilder rein und sage jetzt, ich füge den Style als Ressource hinzu, um ihn dann auch direkt in das Executable mit zu inkludieren. Wo finde ich die Stile? Die sind im Bereich der öffentlichen Dokumente, nicht im Bereich meiner Dokumente, sondern im Bereich der öffentlichen Dokumente unter Studio 21 Styles. Das will er natürlich erstmal so Standardressourcen, BMP, Cursors, Fonts, Font, GIF, ICO, JF, JPEG und so weiter und so fort hinzufügen. Wollen wir allerdings nicht. Ich will alle Dateien mit hinzufügen. Was hatten wir vorhin für einen schönen Stil? Carbon. Nehmen wir Carbon. Ist auch schön. Sage ich jetzt an der Stelle öffnen. Aha. Typ soll jetzt hier RC-Data sein. Nee, geht nicht. Den muss ich wirklich umbenennen in VCL-Style.
Das ist ein Eintrag, der standardmäßig nicht vorhanden ist. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, nee, muss ich aber explizit sagen und sage jetzt meinen Ressourcen dunkel. Groß, klein, Kleinschreibung. Kann man darauf achten, muss man nicht darauf achten. Ich zeige aber gleich noch ein paar Kleinigkeiten, die man auch sonst beachten soll. Jetzt habe ich meinen Bezeichner dunkel und vom Typ VCL-Style, damit der Style Manager das auch als solche Ressource erkennen kann. Okay, zack. Jetzt wird mir hier das alles hier natürlich mit eingebunden und Steuerung Shift S. Ich speichere noch mal eben kurz alles. Gehe auch noch mal hier in den Quelltext anzeigen. Da steht jetzt nichts mehr drin, dass irgendein Style gesetzt wird. Aber, und deswegen habe ich das frei nach Jean Pütz hier schon mal vorbereitet. Ich gehe mal eben kurz aus dem PowerPoint raus, gehe mal in dieses Textfeld und kopiere mir den ganzen Kladderadatsch. Findet sich auch auf der Webseite, habe ich ja auch eben rübergeschmissen, die entsprechenden Webseiten, kann ich jetzt hier auch nochmal in den Chat reinsetzen, an alle senden, damit man das dann auch sehen kann. Und den Style muss ich jetzt an der Stelle natürlich auch irgendwo reinladen. Wo kann ich das machen? Zum Beispiel im Form Create, sage ich jetzt an der Stelle einfach mal Steuerung V, ganz viele rote Dinger, weil Beginn und so weiter und so fort. Den Style Manager, den kennt er jetzt nicht. Ich muss jetzt zwei Units hinzufügen. VCL.themes, die muss ich zum einen hinzufügen und VCL. Oh, was war das jetzt? Styles, genau. Die muss ich explizit beide hinzufügen. Wenn ich nämlich mal die hier nicht hinzufüge, dann kompiliert er das, aber es funktioniert nicht. Wie hatte ich meine Resource jetzt genannt? Dunkel. Und da lade ich nämlich den Style Manager, der ist schon immer da, der ist instanziert. Load from Resource über die aktuelle Instanz, so das Handle der Instanz dunkel, haben wir ja soweit, wenn ich mich recht erinnere. Dunkel, so benannt, wird er geladet und wenn er ihn dann laden konnte, dann wird er einfach gesetzt. Wenn ich das Ganze jetzt per Themes mache und die Styles vergesse, ist immer noch ganz normal so, kann ich das Ganze nochmal bereinigen. Das ist jetzt ganz bewusst falsch. Kann das Ganze auch nochmal erzeugen. Das muss ich nämlich auch manchmal machen. Okay, starte ich an der Stelle, ist immer noch da. Obwohl er ja alles findet, muss ich die VCL.styles hier auch noch hinzufügen. Das Ganze muss ich jetzt nochmal bereinigen. Auf jeden Fall muss ich es erzeugen, damit auch die Ressource kompiliert wird. Und wenn ich jetzt keinen Fehler gemacht habe, sollte das Formular jetzt auch schwarz erscheinen. Ist das natürlich die Build-Konfiguration mit allen drum und dran. Ich kann es auf Release-Konfiguration setzen, kann es nochmal alles abspeichern, kann es nochmal erzeugen, kann mir jetzt auch das Ganze mal anzeigen. Das ist jetzt natürlich etwas größer geworden. Da wollen wir jetzt ja gar nicht drum herum reden. In der Release-Konfiguration, ups, wie hieß denn das jetzt? Project 2 war das. 3 Megabyte. Gut. Ressourcen Styles ist jetzt an der Stelle einfach mit drin. Ist so, ist ein bisschen größer geworden. Sind so 150 Kilobyte, die das normalerweise schluckt. Ich kann es ja auch nochmal explizit nochmal kurz rausnehmen. Projekt, Ressourcen und Bilder. Machen wir mal entfernen. Bestätige nochmal mit okay. Mache jetzt nochmal erzeugen oder bereinigen, erzeugen. Gucken wir das im Explorer nochmal an. Ups, Explorer schon wieder geschlossen. Und Win32, Release, Project 2. Ja, da sieht man es, es ist immer noch da, weil die Resource halt eben da dummerweise rumliegt. Muss ich es dann auch nochmal kurz vorher bereinigen und nochmal erzeugen. Explorer schon wieder geschlossen. Halb blöd sitzt es hier am Rechner. Im Explorer anzeigen und dann sollte sie auch mal unter Release-Version ein bisschen kleiner werden. Aber viel ist es nicht. Oder ist immer noch drin. Wie auch immer, ich müsste wahrscheinlich die Ressource, die RC-Datei und so weiter und so fort auch noch löschen, weil die nutzt er jetzt an der Stelle auch immer. Gut, aber auf jeden Fall, das ist der Weg, jetzt hier wirklich auch solche Styles mit zu inkludieren, wie hier im Blog gesehen. Um das Ganze hier auch in einem Executable ohne zusätzliche Style-Datei mit hineinzunehmen.
Alle neu integrierten Komponenten, ja, da meint er wahrscheinlich neu platzierten Komponenten im Formulardesigner. Und das Ganze soll auch ohne Anpassung sofort übernommen werden. Das ist normalerweise implizit. Jetzt habe ich es jetzt natürlich schon wieder ausgenommen, ist ja nicht mehr da. Aber wenn ich jetzt irgendwo das Ganze nochmal hier schnell simuliere, indem ich jetzt nicht den Style wieder im Dateisystem öffne, sondern einfach mal das auf Glow direkt setze, dann erzeugt er das jetzt natürlich auch und alle neu hinzugefügten Komponenten, wie zum Beispiel Editierfelder, wie zum Beispiel Pichetons, wie der Franzose sagt, ohne diese jetzt zu diskriminieren, die sehen jetzt natürlich auch so aus. Also das sollte implizit automatisch funktionieren. Von daher habe ich den zweiten Teil der Frage nicht verstanden. Tut mir leid, Christian. Ich bin sicher nicht der Erste, der das braucht, aber Sie haben sicher eine Lösung. Ha, danke. Ich habe auch nicht für alles eine Lösung, aber ich habe Google. Wie kann ich unterschiedliche Komponenten wie Dropdown-Listen oder Buttons in die schwarze Form 1 Kopfzeile integrieren mit eigenen Funktionen dahinter? Das ist für Windows VCL nicht das große Problem. Für FireMonkey ist es ein Problem. Sage ich an der Stelle auch ganz offen. Für VCL, wo ich hier gerade so eine Anwendung habe, da gibt es nämlich eine, ach, was war das? Titlebar, ne? Neue Komponente, da gibt es ein Titlebar Panel, in den kann ich sowas alles inkludieren. Ich sage jetzt einfach mal eine Combo-Box, die ich hier zum Beispiel mal inkludiere, ohne dass ich jetzt Einträge und so weiter und so fort habe, dann kann ich die wirklich, ich kann es einfach mal durchkompilieren, hier relativ problemfrei mit inkludieren, indem ich auch die Titlebar hier mit reinsetze. Wie war das denn jetzt noch? Ach, das haben wir jetzt hier schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Bin ich auf dem Form, suche ich mal nach Title, Custom Title Bar. Okay, die kann ich jetzt an der Stelle auch wiederum hier, Title Bar Panel, das war, was ich gesucht habe, hier mit inkludieren, Title Bar Panel, da haben wir das. Das ist jetzt hier ein bisschen klein geraten, wird hier im Editor halt eben ein bisschen anders dargestellt. Es wird hier auch noch hier angedeutet, dass hier noch an der Stelle weitere Dinger mit dabei sind. Aber wenn ich jetzt hier, habe ich da was drin? Nix drin. Funktioniert das nicht mit den Stielen oder habe ich da den falschen Stiel? Damit kann man das zumindest unter VCL machen. Unter FireMonkey, nein, das wird zu kompliziert. Ist natürlich die Frage, ob man das jetzt an der Stelle auch wirklich immer so haben möchte. Ach so, wahrscheinlich wieder fehlt dann noch irgendwo ein Titlebar Panel, ein Enabled auf der Formularebene, Custom Titlebar. Wann haben wir das zum letzten Mal gemacht? Ist auch schon ein bisschen was her. Ah, da haben wir es. So sieht das aus. Unter VCL, ja, das sind nämlich spezielle Windows-Controls, die ich hier mit inkludieren kann. Das ist jetzt auch kein Gefrickel in dem Sinne. Das ist hier wirklich die Titlebar, die Microsoft über die Win-API zur Verfügung stellt. Das wird also nicht selber gezeichnet. Das haben wir früher im Red Studio auch mal selber gemacht. Das hat im Prinzip deutliche Probleme gegeben. Man sieht ja auch die Ausrichtung, Align Left oder die Anchors muss ich hier auch noch setzen. Unter VCL ist das alles kein großes Problem. Unter FireMonkey, nein, nicht wirklich. Da müsste ich dann selber in das Drawing einsteigen und das Drawing dann dementsprechend auch umsetzen. Wird jetzt leider Gottes nicht so besonders trivial. Ich habe jetzt zumindest keine triviale Lösung gefunden. Tut mir leid an der Stelle, aber sei jetzt mal so drauf hingewiesen. Steffen Sieber fragt, wie organisiert man am besten eine Projektportierung von beispielsweise 10.3 auf 10.4? Das ist eine Frage, da kann ich eine halbe Stunde, 5 Minuten, 30 Sekunden oder 2 Tage drüber referieren. Nicht, weil ich mich jetzt loben will, sondern weil die Fragestellung durchaus valide ist. Da komme ich ja nicht dran. Alles okay. Aber weil die Fragestellung sehr umfangreich ist. Sie deckt sehr, sehr viele Bereiche ab. Grundlegend bei einer Migration muss ich immer auf 3 Dinge achten. Das eine ist, ich brauche die Komponenten für die neue Version.
Delphi 2007, Delphi 2009, Delphi 2010, XE, XE2 und so weiter und so fort. Das waren alles neue Major-Versionen. Auch 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 sind alles neue Major-Versionen, haben Breaking Compilers. Ich brauche also neu kompilierte Komponenten. Standardkomponenten sind natürlich alle dabei, aber Fremdherstellerkomponenten, Drittherstellerkomponenten, das ist immer so der Dreh- und Angelpunkt. Der Dreh- und Angelpunkt, wenn es darum geht, dass ich ein Projekt migriere. Ich brauche also diese Fremdherstellerkomponenten für den neuen Compiler. 10.3, 10.4 ist neuer Compiler. Zweiter wichtiger Punkt ist ein Report-Generator. Wenn ich zum Beispiel früher Quick Report eingesetzt habe, ist Quick Report auch noch für die neue Version, auf die ich migrieren möchte, dementsprechend verfügbar. Das beinhaltet natürlich auch genau genommen nicht nur Quick Report, sondern alle Komponenten, siehe Punkt 1, aber auch Komponenten für den Datenbankzugriff. Habe ich früher die BDE benutzt, möchte ich jetzt die Borland Database Engine unter 10.4 immer noch weiter benutzen, möchte ich diese im Netzwerk benutzen. Rät eventuell der Hersteller seit dem Jahr 2001, also seit 20 Jahren, mittlerweile davon ab, die BDE zu benutzen. Komme ich vielleicht von einer Delphi 7-Anwendung, Delphi 2007-Anwendung, komme ich dann auch zu Punkt 3 und das ist die Unicode-Migration. Alles bis hin zu Delphi 2007 hat den Delphi-internen Typ String intern ansikodiert. Ab Delphi 2009 ist der interne Delphi-Typ String Unicode, UTF-16 genau genommen, kodiert. Und ich muss eventuell Anpassungen machen. Wir haben natürlich sowas noch wie String-Konkatenation. Wir können indiziert auf einzelne Zeichen des Strings zugreifen. Das funktioniert unter Delphi 7, unter Delphi 2007, unter Delphi 10.4 genauso wie auch unter den alten Versionen. Aber gerade bei Ein-Ausgabe oder aber auch bei Win-API-Aufrufen, die ich auch mal so grob unter Ein- und Ausgabe zusammenfasse, da ist es wirklich wichtig, dass ich mich jetzt darum bemühe oder auch die entsprechenden Ein-Ausgabe-Routinen anpasse. Nutze ich die Write-API, muss ich auch entsprechende Write-Characters oder Pointer of Write-Characters hier an die Win-API übergeben. Ein-Ausgabe, Load from File, Save to File, dass ich entsprechende Codierung mit angebe. Ich gehe mal davon aus, dass ich irgendwie sowas in UTF-16 im Speicher drin habe, wie es auch Windows selber macht. Und ich möchte das auf Festplatte abspeichern, aber da muss ich über T-Encoding UTF-8 zum Beispiel das auch als UTF-8 dann explizit abspeichern. Ja, den Typ ANSI-String gibt es immer noch, aber wir schweifen ab. Die Frage ging ja explizit von 10.3 auf 10.4. Bei Delphi ist es im Allgemeinen kein Problem. Da öffne ich die Deploy-Datei, kann sie von 10.3 öffnen, habe ich alle Komponenten installiert, auch für 10.4 kann ich im Prinzip weitermachen. Die meisten unserer Kunden haben damit absolut kein Problem. Ich weiß, jetzt gibt es gleich wieder ein paar virtuelle Tomaten, aber damit kann ich leben. Fakt ist, die meisten unserer Kunden haben bei so einem kleinen Update von 10.3 auf 10.4 bei Delphi minimalste oder gar keine Probleme. Das kann man jetzt am besten so weit, so gut durchführen. Natürlich sollten Sie immer daran denken, wenn es jetzt irgendwo noch ein Versionskontrollsystem dahinter gibt, dass Sie da einen entsprechenden Snapshot machen, dass Sie auch irgendwie wieder zurückkommen können. Vielleicht fügen neue Komponenten oder auch bestehende Komponenten, neue Properties hinzu, die ich dann vielleicht nochmal mit einem älteren Delphi bearbeiten möchte, dann bekomme ich halt eben die Warnung, dass Property XYZ nicht gefunden werden kann, kann ich natürlich ignorieren. Aber dass man irgendwie einen Branch macht für eine neuere Version, wenn ich auch die eigentliche IDE umstelle, daran sollte man zum Beispiel auch denken. Steffen Sieber fragt, oh, wir haben nur noch eine halbe Stunde Zeit. Steffen Sieber fragt auch, wieso benötigt das Lokalisierungstool mehrere Stunden beim Öffnen in einem Projekt mit einem Fenster, in dem mehrere Pages als Reiter hinterlegt liegen, die in Summe mehrere hundert Elemente haben können? Ja, kann sein. Habe ich jetzt persönlich keine Erfahrung mit. Ich rate all unseren Kunden, nutzen Sie bitte den integrierten Translation Manager eher weniger oder nur mit Bedacht. Der integrierte Translation Manager von Delphi ist eine nette Beigabe. Er ist für ein Hello World Projekt gut geeignet.
Ich will jetzt nicht sagen, für mehr auch nicht, aber die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Der integrierte Translation Manager ist nicht besonders gut. Wer professionelle Lokalisierung seiner Delphi-Anwendung machen möchte oder auch C++-Bilder, ist bei anderen Lokalisierungstools wie Multilizer oder Sizulizer deutlich besser aufgehoben. Das ist einfach der Punkt. Mit Ihrem konkreten Problem, Herr Sieber, sollten Sie sich an den Support wenden. Ich habe jetzt mit dem Lokalisierungswerkzeug relativ wenig bis gar keine Erfahrung. Da muss ich auch passen. Hier kam jetzt auch noch die Meldung, warum meldet der Compiler Fehler, wenn bei Message Dialog statt wie im Beispiel von Empty Arrow zu Empty Information oder Empty Confirmation gewechselt wird? Habe ich versucht nachzuvollziehen, Message Dialog, bla bla bla, mein Text, meine entsprechende, ja, mein Icon, meine entsprechenden Buttons, mein Help-Kontext angegeben, von Empty Arrow, Empty Information, Empty Confirmation übergegangen. Denken Sie auch immer bitte daran, wenn Sie so etwas machen, dass Sie dann im Idealfall natürlich auch die passenden Dialoge mit einbinden oder die passenden Units mit einbinden. Message Dialog, ja, gibt es. Da gibt es den String, den Dialog-Type. Ja, was haben wir denn hier für einen String? Sagen wir es einfach mal Hello, Hello, Tippfehler und so weiter und so fort. Dann brauchen wir den Dialog-Typ und da gehen wir jetzt Empty Information an. Und da sieht man auch schon den Full Qualified Konstantnamen, T-Message Dialog-Type. Wir bekommen aber trotzdem gleich noch eine Fehlermeldung beziehungsweise eine Warnung. Und da können wir jetzt einfach mal, was haben wir jetzt? Eine Information, machen wir einen OK-Button. Okay, und was brauchen wir sonst noch? Ich glaube, den Help-Kontext. Control, Shift, Space, da sieht man jetzt auch nochmal die verschiedenen Methodensignaturen und so weiter und so fort. Oh, da gibt es Inline-Funktion, Message Dialogs wurde nicht expandiert, schreibt er jetzt hier oder aber auch da oder wie auch immer. System UI Type sollte man sich jetzt ja an der Stelle hier mit einbinden. System.UI-Types, bin mal mit ein, dann geht auf jeden Fall hier diese Warnung weg. Die sind ja auf jeden Fall full qualified. Sowohl der eigentliche Icon oder die Icon-Referenz, wie auch die Buttons sind hier full qualified. Die könnte ich jetzt natürlich auch irgendwo ein bisschen kürzer machen und so weiter und so fort. So hat man das früher gemacht und die Anwendung kompiliert also weiterhin trotzdem. Und der Dialog kommt auch, das ist Empty Information, Hello, soweit, gut, in bester Ordnung. Und da sagten sie, gehe ich auf Empty Error zurück. Compiler-Fehler habe ich jetzt an der Stelle nicht, kann das jetzt hier kompilieren, bekomme jetzt hier auch einen Error dazu. Konnte ich jetzt irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, was sie damit meinen. Von Empty Error zu Empty Information oder Empty Information Confirmation gewechselt wird, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber prinzipiell sollten Sie Full Qualified und die System UI Types mit inkludieren, damit er diese Konstanten denn auch findet. Ronald Klitschke fragt, FireMonkey, gibt es Pläne von Embarcadero, diesen Bereich selbst weiter auszubauen oder bleibt es hier weiter in dem Bugfix-Modus? Er verweist hier auch auf fgxnative.com.en. Das ist eine interessante Webseite, die haben Delphi-Komponenten zur Verfügung gestellt, die allerdings auf nativen Komponenten basieren. Ja, interessant. Hat jetzt auch durchaus ein paar Vorteile, will ich gar nicht von der Hand weisen, gerade was das Look and Feel betrifft, aber da haben wir mittlerweile ja auch viele in FireMonkey vorhandene Komponenten, die auch vom Control Type hier durchaus native sein können, um hier wirklich Pixel Perfect, so sagen wir zumindest immer so schön, Oberflächen zu bauen. Nehme ich jetzt hier zum Beispiel mal ein Edit rein, habe ich jetzt auch den Control Type styled oder aber auch den Control Type Plattform, hier mit einem kleinen Icon hinterlegt. Das ist dann wirklich ein Cocoa-Element, wie es auf der Plattform gibt. Und ich kann damit an der Stelle auch arbeiten. Falls Ihnen das natürlich nicht ausreicht, steht Ihnen natürlich frei, hier von FGX Native diese Komponenten zu wählen. Die haben wir natürlich schön.
Screenshots mit allem, was dazugehört. Wir haben jetzt natürlich auch hier schöne Darstellungen, was man damit alles machen kann. Ja, kann man auch alles mit Delphi so in der Form bauen, sehe ich jetzt nicht so das große Problem. Ist eine schöne Alternative, will ich jetzt hier an der Stelle auch hier kurz vorgestellt haben. Kann das ja auch nochmal in den Chat mit reinschmeißen, damit Sie es nicht abtippen müssen auf diese Homepage. Finde ich interessant, ja, kann man nutzen, ja, muss man das nutzen, obliegt Ihnen. Um Ihre Frage zu beantworten, FireMonkey nur im Bugfix-Modus? Nein, FireMonkey wird immer weiterentwickelt. Das ist eine lange Geschichte. Seit XE2 mit XE4 hatten wir dann ja iOS, mit dem Free Pascal Compiler XE5 hatten wir dann Android. Das wird kontinuierlich weiterentwickelt. Also ich finde, man kann auch mit FireMonkey sehr ansprechende Oberflächen bauen, die sehr schnell, sehr funktional sind. Man muss natürlich ein bisschen wissen, wie es geht. Wissen, wie es geht, ja, ist immer so eine Frage. Da kommt auch gleich nochmal die Frage Richtung Dokumentation. Und hier möchte ich an der Stelle auch explizit mal verweisen auf Harry Stahl. Harry Stahl in Bücher, der hier auch Cross-Plattform-Entwicklung gebaut hat, auf Basis von Taschenbüchern. Kann ich durchaus empfehlen. Harry Stahl kenne ich auch persönlich, also ist in Deutsch geschrieben, gut geschrieben, wirklich allumfassend und damit kann man also wirklich sehr, sehr gut starten. Er verdient damit dann natürlich auch ein bisschen Geld und so weiter und so fort. Das ist ja auch absolut legitim. Gibt es auch noch ein paar ältere von ihm zu älteren Versionen. Das entwickelt sich natürlich immer weiter. Wir haben selber auch unter delphilernen.de die eine oder andere Buchreihe, die mehr den Einsteiger adressieren. Da möchte ich jetzt an der Stelle auch nochmal drauf verweisen. Delphilernen.de an alle senden. Oder aber auch, ich gehe nochmal hier zurück auf das Buch von Harry Stahl, auch wenn es jetzt auf der 10.2er basiert. Das gibt es hier als Taschenbuch. Und ich verstehe jetzt hier auch nicht den großen Unterschied zwischen den beiden. DP, was haben wir denn hier? Das kann man ja so schön einkürzen, damit der Link kürzer wird. DP reicht ja an der Stelle. Steuerung A, Steuerung kopieren, kann ich hier auch nochmal an alle senden. Ah, gibt es auch als Kindle Edition, ist dann deutlich günstiger. Also FireMonkey, nein, es wird nicht eingestellt, nein, es ist nicht nur im Bugfix-Modus. Wir haben FireMonkey für Linux vorangebracht. Wir passen natürlich FireMonkey auch immer auf die Plattform an. iOS 14, iOS 15 kommt ja auch bald. Android 11 haben wir jetzt, Android 12 kommt bald mit den passenden Styles, mit den entsprechenden nativen Komponenten. Da haben wir was. Hier noch eine berechtigte Bemerkung von Ronald Klitsche bezüglich iOS-Simulator. Ja, das ist ein Problem. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, was ich persönlich auch sehr bedauere, was ich auch schon häufiger in die USA weitergegeben habe. Die kennen die Problematik. Wir erwarten auch wiederum, dass der iOS-Simulator zurückkommt. Ja. Hier wird auch geschrieben, auf der Delphi Roadmap ist das aktuell nicht mehr zu finden. Ja, wissen wir. Aber wir arbeiten dran. Ich will jetzt nicht sagen, dass es noch irgendwie jetzt innerhalb der nächsten 2, 3 Monate kommt mit einem vielleicht nächsten Release, was dann vielleicht irgendwie Spätsommer, Herbst kommen soll. Vielleicht danach, vielleicht mit dem. Ja, die Problematik kennen wir. Es ist manchmal sehr angenehm, den Simulator zu benutzen, gerade wenn es irgendwie um funktionale Dinge geht, die irgendwie vielleicht mit einer REST-API laufen, da einfach den Simulator zu benutzen. Ja, das ist herrlich. Manchmal ist es auch relativ legitim, dass ich mir irgendwo noch ein älteres macOS installiere, wo vielleicht noch der Simulator draufläuft. Hat allerdings auch wiederum Probleme mit dem Xcode-Variante, SDK-Variante. Ja, wissen wir, ist eine blöde Situation. Nichtsdestotrotz kann ich auf dem iOS-Gerät, die sind ja heutzutage auch durchaus schnell, das Ganze relativ schnell deployen. Und da habe ich wirklich dann tatsächlich das reale Gerät, nicht nur eine Simulation davon. Er wird vermisst, ja.
Die Sirius, sind wir da? Ja, die Sirius IT Solutions, die haben auch ein paar Fragen. Er hat die deutsche Red-Version installiert. Allerdings werden dadurch scheinbar auch bei den Executables deutsche anstatt englische Bibliotheken eingebunden. Ja, völlig korrekt. Wodurch man zum Beispiel auch Fehlermeldungen in Deutsch erhält, ist ja normalerweise auch das gewünschte Verhalten. Mein erster Kommentar dazu. Wie kann man vor dem Kompilieren zwischen den Sprachen umstellen, damit englische Fehlermeldungen eingebunden werden? Das ist etwas, ich will nicht sagen, das bestgehütete Geheimnis, aber was ich zum Beispiel auch BDSZ lang, ich weiß, wie es funktioniert, was immer wieder nachgefragt wird. Und da gibt es halt eben auch im DocWiki keinerlei Dokumentation dazu. Da gibt es keinerlei Hinweise dazu, was man da machen kann. BDSZ lang ist zumindest die Lösung. Und wenn ich nach der Lösung suche, finde ich genau nichts. Es ist bei der Installation seit Ewigkeiten, ich weiß jetzt nicht, seit der Galileo IDE, seit Delphi 2007, seit Delphi 8, immer ein kleines Tool mit dabei geliefert, was sich im BIN-Verzeichnis befindet. BIN-Verzeichnis heißt, innerhalb meiner Installation unter Programme x86 Embarcadero Studio 21 BIN, da gibt es ein Programm, das da heißt BDSZLang.exe. Weil es so schön ist, sage ich an der Stelle auch mal als Pfad kopieren. Das kann ich hier auch nochmal hier in den Chat mit reinschmeißen, damit es hier alle auch mitkriegen. Damit kann ich die IDE einstellen. Setzt natürlich voraus, dass ich auch die Sprachen installiert habe. Standardsprache der IDE richtet sich natürlich immer nach dem Locale, nach der lokalen Einstellung meines Betriebssystems. Habe ich weitere Sprachen installiert, wie zum Beispiel Englisch, Japanisch, Französisch, kann ich hier die IDE-Benutzeroberfläche und deren Sprache einstellen. Ich kann auch die Bibliothekssprache einstellen. Das heißt, möchte ich jetzt zum Beispiel Dialoge in einer bestimmten Sprachversion haben, das, was die RTL, wie Kölner sagt, darunter liegen hat, dann kann ich das hier jetzt umstellen. Muss das jetzt natürlich hier, bla bla bla, werden die Einstellungen der Tourpalette und der Systeme, wollen Sie das trotzdem ändern? Sagen wir ja, okay. Starte ich mein Red Studio mal, erwarte ich jetzt irgendwie japanische Schriftzeichen. Oh. Ich weiß ja, wie ich es wieder zurückstellen kann. Aber in der Tat ist es jetzt tatsächlich so, ich habe jetzt eine IDE in Japanisch. Lustigerweise, wenn ich ins Tools-Menü gehe und sage hier Plattform verwalten, das ist, glaube ich, hier auch der Link. Puh, Glück gehabt. Da habe ich normalerweise auch unter den Sprachen auch die verschiedenen Sprachen. Englisch, Französisch, Deutsch. Hier habe ich nur Deutsch angehakt. Das heißt Deutsch. So gut ist man Japanisch noch. Nein, das müssen Sie mir glauben. Und Französisch und Englisch habe ich gar nicht installiert. Aber trotzdem funktioniert das. Ist so. Da geht es einfach auch um die Hilfe und allem, was dazugehört. Gehe ich jetzt einfach mal in die Haupthilfe. Dann sehe ich hier nämlich auch tatsächlich, ja, was ja an Haupthilfe noch mit dabei ist. Und da habe ich jetzt kein Japanisch installiert. Also von daher wird mir kein Japanisch angezeigt. In der Get-It unter Tools-Optionen bzw. Plattformen verwalten, Sprachen installieren, habe ich kein Japanisch, habe ich kein Französisch installiert, nur das Deutsche installiert. Das beinhaltet dann natürlich auch die Sprache. Es ist meine IDE-Palette natürlich ein bisschen anders, CPU-Ansicht und so weiter. Und die Exception Handling hatte ich hier dann drumherum gemacht. Jetzt hatte ich Bibliothekssprache nicht gezeigt, aber glauben Sie mir einfach mal, dass das jetzt an der Stelle dann auch, are you sure you want to, bla bla bla, dass das dann auch in Japanisch erscheinen würde. Selbst das BDSZ lang wird hier lokalisiert, Französisch, Japanisch, Deutsch ist hier auch mit dabei. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, die Oberfläche meiner IDE und die Oberfläche meiner Bibliothekssprache individuell einzustellen. Im Idealfall habe ich hier alles wieder in Deutsch. Und hier sieht man auch mal weitere Optionen. Die Hilfe, das beinhaltet Französisch, Japanisch, die hatte ich jetzt hier nicht explizit umgestellt.
Gut, damit sollte die Frage beantwortet sein. Oh, Christian Denk fragt was zu OpenCV. OpenCV ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Gibt es auch ein Open-Source-Projekt dazu, wenn es darum geht. Ich gehe mal auf die Homepage, in die README rein. Was Sie jetzt an der Stelle brauchen, was man jetzt damit alles machen kann. Da geht es einfach darum, Berechnungsroutinen einfach auszulagern und so weiter und so fort. Das funktioniert Stand hier und heute, obwohl das Projekt noch so, ich sag mal, so fein mittelmäßig aktiv sind. Also vor 1,5 Jahren wurden hier zuletzt Aktivitäten gemacht. Funktioniert das nur mit OpenCV? Ich mache nochmal hier. Gehe nochmal kurz rein, was OpenCV jetzt an der Stelle ist. Hier stand es ja auch schon. OpenCV ist eine freie Programmierbibliothek mit Algorithmen für die Bildbearbeitung. Genau, darum ging es. Funktioniert das nur mit OpenCV Version 2.4? Es gibt einige Issues dazu und ein relativ aktueller Kommentar vom 11. März, also gerade mal einen Monat alt, vom Entwickler selber. LaX, der hat halt eben eine relativ schnelle Möglichkeit gefunden, die in C++ implementierten Klassen dann doch irgendwie in Delphi wieder zur Verfügung zu stellen. Also stay tuned to the radio and listen to this GitHub-Link. Hier scheint wirklich wieder was zu funktionieren oder auch weiterentwickelt zu werden. Ist jetzt natürlich kein Versprechen von meiner Seite, ist an der Stelle auch vom Entwickler mittlerweile erkannt worden, noch nicht adressiert worden, ist eine aktuelle Meldung. Finde ich gut, dass es solche Open-Source-Projekte gibt. Wie gesagt, wir unterstützen Open-Source-Projekte. Bitte auch an den Entwickler selber melden, wie wir ihn unterstützen können, durch Lizenzen oder auch durch Geld. Ganz profanes Geld, was wir zum Teil in die Hand nehmen für interessante Open-Source-Projekte. Es gibt auch zum Teil Open-Source-Entwickler, die lehnen Geld ab. Die wollen es einfach nicht. Das ist deren Hobby. Damit ist es ein bisschen langsamer. Man weiß es auch nicht unbedingt immer, wie sie darauf reagieren. Das soll jetzt keine allgemeine Aussage über Open Source sein, aber manchmal sind die Wege sehr verschlungen. Aber er hat das Problem erkannt. Er hat auch da eine einfache Lösung, zumindest weit so gut dafür gefunden. Und aktuell tatsächlich OpenCV funktioniert nur mit der Version 2.4. Er will es aber auch dann aktualisieren. Ist auch eine gute Nachricht. Das habe ich zumindest hier gefunden. Gut, Lukas Held-User, seit ein toller Nachname, Held-User, Entschuldigung für den Kommentar. Seit Einführung des Red Studios oder C++ Builder 10.4.2 gibt es den nicht eingebetteten Designer nicht mehr. Ja, man kann da extra wie irgendwie ein Fenster anlegen. Leider funktioniert das wohl nicht so gedacht. Tatsächlich haben wir den externen Designer oder den Floating Designer ausgeschaltet. Auch in der Registry kann man den nicht mehr wirklich aktivieren. Jetzt könnte ich mir natürlich irgendwo mal wieder ein Projekt reinladen oder so weiter und so fort. Hier habe ich zum Beispiel ein Open Source Projekt, was relativ groß ist. HiDi SQL, so eine ganze Projektgruppe. Weiß gar nicht, ob ich die kompilieren kann. Setze ein paar Komponenten voraus. Habe ich das Projekt noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Nehmen wir es hier. Gut. Ich kann einfach über die rechte Maustaste sagen, neues Editierfenster. Gut, habe ich jetzt hier ein neues Editierfenster. Jetzt habe ich hier natürlich nur eine begrenzte Oberfläche. Im Hintergrund läuft noch irgendwie ein relativ großer Monitor. Ich möchte es allerdings trotz alledem mal so, zumindest mal so ansatzweise parallel setzen, indem ich hier dieses Fenster auch noch mal ein bisschen verkleinere und hier diese Spalte ein bisschen größer mache, kleiner mache und so weiter und so fort. Und dann habe ich hier tatsächlich auch, und hier sieht man es dann auch, wenn ich hier Komponenten einfach mal reinkopiere, Steuerung C und ein paar Einfüge, das ist wirklich Two-Way-Tool, von vorne bis nach hinten, wie man sich das an der Stelle vorstellen kann. Formulardesigner ist immer eingedockt, hier in der eigentlichen IDE. Punkt. Und Editorfenster kann separat auf den dritten und den vierten und den fünften Monitor geschoben werden, dass ich jetzt hier natürlich hässliche Meldungen bekomme und so weiter und so fort. Steuerung F9.
egal, VCL Standard Controls hat er jetzt mit inkludiert. Und das kann ich wirklich so nebeneinander herlegen. Funktioniert nicht perfekt, gebe ich ganz offen zu. Gibt gleich noch ein paar andere Punkte, die noch nicht perfekt funktionieren. Ein paar kritische Bemerkungen dazu, auch gleich von meiner Seite dazu. Aber so ist es jetzt an der Stelle. Rechte Maustaste, neues Editierfenster oder Bauchansicht, neues Editierfenster, kommt aufs Gleiche raus. Sodass ich also auch wirklich mehrere Quelltexte hier tatsächlich hier bearbeiten kann. Häufiger ist es halt an der Stelle auch so, wenn ich irgendwo mal Control-Click auf Forms mache, ja, ist das nicht so wirklich funktional. Gehe ich jetzt mal in den Code und sage mal VCL Forms, Control-Click, hier auch nicht. Was ist denn hier heute los? Wie gesagt, ist noch nicht so unbedingt funktional. Standard Control, Steuerung einfügen. Ja, okay. Kann ich mir den halt eben auch irgendwie rausdocken und halt eben als Editorfenster auch nochmal rausnehmen. Das geht hier relativ zügig, wenn ich dann weiß, wo ich bin und wie ich damit arbeiten kann. So viel dazu. Also, man findet es. Wir hoffen, dass man damit ein wenig was gesehen hat. Lukas, Held-User. Oder Helduser. Held-User finde ich besser. Michael Schulte fragt, ja, TLS 1.3 mit den entsprechenden Indie-REST-Clients. Thema hatte ich schon. Indie ist ein Open-Source-Projekt. Indie hat momentan keine SSL3, TLS 1.3-Unterstützung. Ja, es gibt ein paar Ports, ja, es gibt ein paar Möglichkeiten. Ja, in der Delphi-Praxis wird das Thema auch immer wieder gerne behandelt oder hochgeholt mit allem, was dazugehört. Wir haben es nicht bei den wichtigen Bibliotheken, REST-Client-Bibliotheken, haben wir natürlich die System.NET-HTTP-Client-Komponenten des Betriebssystems, die auch TLS 1.3, SSL3 unterstützen. Deswegen haben wir es mit drin, weil Inti da nicht in die Pötte kam. Nein, Entschuldigung, das nehme ich zurück. Das wäre jetzt ein bisschen diffamierend. Ich will jetzt hier Inti definitiv nicht diffamieren, aber es ist einfach so an der Stelle. Daher die Empfehlung, wenn Sie wirklich TLS 1.3, SSL3 benötigen, unbedingt versuchen Sie davon wegzumigrieren oder helfen Sie dem Open Source Projekt oder implementieren Sie es selber oder wie auch immer. Wir haben dafür leider keine Lösung. Indie ist halt eben ein Open Source Projekt, was wir gerne mit inkludieren, was wir seit Jahren mit inkludieren, was allerdings keine SSL3, TLS 1.3 Unterstützung mit dabei hat. Johannes Weinert fragt spezifische Fragen zum C++-Bilder, von denen ich leider Gottes nur eine beantworten kann. Oder eine zumindest mal bedingt Code Inside bei größeren Projekten. Ja, Code Inside ist in meinen Augen tatsächlich ein Problem innerhalb des C++-Bilders. Ich will jetzt hier nicht die grundlegenden Problematiken vom Code Inside oder der Code Completion vom C++-Bilder aufzeigen, aber viele Kunden sind einfach etwas abgeschreckt. Komme ich hier in die Programmierung vom C++-Bilder und drücke Steuerung, Control und es Control-Leertaste und es passiert nichts. Code Inside sagt hier fertig. Das ist jetzt so eine Nichts-Aussage. Ich kann das Ganze jetzt hier einfach auch mal abspeichern. Das muss ich nämlich machen als ersten wichtigen Hinweis. Damit Code Inside oder Code Completion überhaupt funktioniert, muss ich es auch erstmal abspeichern. Und dann sagt er mir jetzt hier Code Inside fertig. Jetzt kann ich mal Steuerung Leertaste drücken. Mit ein bisschen Glück und ein bisschen Verzögerung. Und man sieht hier unten auch, der Task Manager läuft. Der hat hier noch CPU wirklich kräftig was zu tun und irgendwann kommt die Code-Vervollständigung. Sieht ja auch in der Leistung CPU, holla die Waldfee, die hatte wirklich was zu tun. Das lag ja auch da zum großen Teil an den entsprechenden, ja, Language-Server-Protokollen. Da sollte es auch entsprechende LSP-Server geben, die schon mal etwas an Speicher benötigen. Projekt wird indiziert, alle darum her eingebundenen Units, sonstige Header-Dateien werden mit inkludiert. Und das ist noch nicht mal alles. Bevor ich jetzt hier in Tränen verfalle,
ja, bitte mit einer Prise Salz nehmen. Ist es jetzt natürlich auch so, wenn ich in die Benutzeroberfläche Editor-Optionen und in die Sprache reingebe, kann ich jetzt natürlich noch mehr einstellen. Symbole für Filter, Filtertext, bla bla bla. Und der Code Insight kann ich jetzt auch für meine Projektinformationen einschalten. Syntax hervorheben. Irgendwo war das jetzt, dass ich das auch nochmal explizit für mein Projekt einschalten muss. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. War das jetzt hier an der Stelle in den Umgebungsoptionen oder Projektoptionen? Muss ich wirklich nochmal nachschauen, liefere ich gerne nach. Aber dann kann er an der Stelle auch wirklich das Ganze für das Projekt hier umsetzen. Das muss ich explizit einstellen. Und das ist, wo war das unter IDE? Unter dem Kompilierung ausführen? Nee. Irgendwo war es. Ich muss es selber raussuchen. Muss man explizit nochmal einschalten? Ich glaube, es war dann doch in den Projektoptionen. Wie gesagt, muss ich raussuchen. C++-Frage ist jetzt nicht unbedingt mein Steckenpferd. C++ kompilieren, Vorlagenerzeugung. LSP, Entschuldigung, genau da war es. Ha, ich habe es gefunden. Projekteigenschaften ist eine Projekteigenschaft und betrifft nur das aktuell geladene Projekt. Ich kann nämlich auch hier die Informationen für alle weiteren eingebundenen oder für meine eigenen Symbole innerhalb meines Projektes hier einschalten. Und das kann ich hier Projektindizierung, genau das ist der Punkt, den kann ich hier explizit einschalten. Ich breche nochmal ab. Wenn ich nämlich jetzt hier zum Beispiel auf so etwas wie meine T-Form 3 bekomme ich hier eine relativ nichtssagende Meldung. See Users Me Documents Embarcadero Studio. Ich habe sie abgespeichert. Ist being indexed. Der sollte langsam fertig werden. Also in den Projektoptionen muss ich das unter C++ Kompilierung LSP explizit einschalten. Und im C++ Compiler LSP, da haben wir das für die eigenen Projektindizierung und Speichern sagen. Und dann ist er dann auch irgendwann fertig und dann finde ich jetzt auch irgendwann mal mein Form 3 und dann bekomme ich jetzt auch mehr Informationen früher oder später, denn auch aus meinem eigenen Projekt heraus. Dauert jetzt eventuell noch ein kleines bisschen, aber das funktioniert dann auch tatsächlich dann im Laufe der Zeit. Und ist being indexed, ja, muss ich jetzt hier auch nochmal Steuerung. Ich übersetze es jetzt an der Stelle nochmal, damit er dann auch nochmal ein bisschen was zu tun hat. Und irgendwann ist er denn dann damit auch fertig. Ich will nicht sagen, es ist ein Trauerspiel, aber ich sage jetzt mal ganz bewusst, hat Potenzial nach oben und wird immer noch indiziert. Und die Component wird immer noch indiziert. Und der sagt jetzt an der Stelle, ja, kann auch was machen. Ich kann auch alle einschalten. Irgendwann funktioniert es dann auch mal ein bisschen. Für größere Projekte darf ich Ihnen vollkommen recht geben. Wenn ich mal alles aktualisiere und dann nochmal durchkompiliere und dann nochmal erzeuge, sollte es ja in der Hoffnung ein bisschen schneller gehen, geht es besser. Wissen wir, ist ein Problem. Müssen wir daran arbeiten? Arbeiten wir dran? Ich will Sie nicht vertrösten, aber mit 10.5 wird das ein bisschen besser. Kann man so oder so sehen. Ich will es nicht schönreden. Ist nicht besonders schön. Kann man besser machen. In größeren Projekten ist es noch viel weniger. Bei solchen spezifischen Fragen, aber auch Schachtelungen von STL-Konstrukten, gleiche Variablennamen, parallelen Scope, wie es da mit dem Debugger aussieht, BCC64, kann ich leider wenig zu sagen. Richten Sie es bitte an den Support. Wenn Sie damit Probleme haben, und das lese ich aus Ihrer Frage heraus, der kann auch weitere Tipps und Tricks dazu geben. Aber die Sanitize-Funktion der neuen CLang-Compiler ist mit
den neuen CLang-Compilern prinzipiell vorhanden. Das sind Möglichkeiten, solche Speicherlecks zu finden. Ja, da überlegen wir es, das auch über die CLang-Compiler-Funktionalität mit zu implementieren. Wenn Sie heute schon so etwas brauchen, gibt es hier auf dieser Blog-Seite, CPP-Things-Blog, gibt es da auch ein paar schöne Dinge dazu, schön zu berichten. Der macht das nämlich alles mit dem C++-Builder. Dann sende ich auch nochmal nach alles mit dem C++-Builder CN3. Ist ein D-Leaker, ist ein kommerzielles Produkt, ja, aber mit dem kann man wirklich arbeiten. CodeGuard funktioniert nämlich an der Stelle nicht. Er beschreibt hier tatsächlich, wie man damit arbeiten kann und wie man mit dem D-Leaker tatsächlich auch sowas, Memory Leaks, auf den verschiedenen Speicherbereichen wiederum mitarbeiten kann und so etwas finden kann. Finde ich gut. Wenn es tatsächlich hier eine Lösung sein kann, ja, das überlegen wir auch intern. So externe Tools, gibt es auch ein paar Open-Source-Tools, aber dieser D-Leaker ist wohl wirklich eine ganz gute Referenz dafür, um damit zu arbeiten. Profiler für C++, C#.NET und Delphi kennt man vielleicht auch aus dieser Welt heraus. Und ich weiß gar nicht, was das denn kostet. Home License übersichtlich. Also jetzt nicht unheimlich teuer. Kann man damit arbeiten, funktioniert auch mit dem C++-Builder. Kann vielleicht eine Alternative sein. Tut mir leid für die knappe Antwort, Herr Weinert oder Johannes. Aber da gibt es durchaus einige Problematiken. Ja, wir werden auch Patches ausliefern zu 10.4.2. Ja, die sind in der Mache. Ja, da können wir auch ein bisschen Erweiterung erwarten. Michael Wolle fragt, ganz was Neues. Indie mit SSL. Ich habe es schon zweimal beantwortet. Ich möchte es an der Stelle nochmal kurz beantworten. Indie hat kein SSL 3, CLS 1.3 Support. Bitte bei entsprechenden REST-Clients, bei entsprechender Kommunikation, externe oder andere Komponenten oder System.NET-HTTP-Client-Bibliotheken verwenden, die auf die Betriebssystemfunktionalitäten setzen. Ja, da kann man auch wieder drüber streiten. Ist es nicht besser, da wirklich OpenSSL zu benutzen? Ja, da gibt es auch wiederum Hinweise in der Community, dass OpenSSL halt eben der Standard ist. Ja, aber es gibt auch immer wiederum, muss man auch einwerfen, Problematik mit OpenSSL. Auf das Indie basiert. Ich muss diese OpenSSL-Bibliotheken immer manuell nachpflegen, nachpatchen. Wenn ich jetzt meine Anwendung dutzendfach, hundertfach, tausendfach draußen im Feld habe, muss ich im Notfall auch immer hinterherrennen, diese OpenSSL-Bibliotheken nachpatchen, wenn es mal wieder eine Lücke in OpenSSL gegeben hat oder wieder kommen wird, wovon ich fast ausgehen werde. Da sollte man eher auf betriebssysteminterne Funktionalitäten setzen. Das haben wir mit dem System.NET-HTTP-Client schon umgesetzt, nutzen ihn selber in unserer eigenen REST-Client-Bibliothek oder aber auch in Datasnap oder aber auch für den RED-Server. Wir haben es ganz bewusst so gemacht, weil Kunden das fordern. Bitte das mit einer Prise Salz nehmen. Ja. Ja, dann hier noch die Frage, was ist bei der Weitergabe von erstellten Programmen rechtlich zu beachten? Tja, viel. Insbesondere, wenn man halt eben rechte Dritte noch irgendwie mit dabei hat, wenn man irgendwelche Bibliotheken mit einbindet. Da gibt es Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, so etwas zu analysieren. Ehemaliger Kollege von mir arbeitet sogar in einem solchen Unternehmen, die durchforsten wirklich Quelltexte, um herauszufinden, welche Komponenten benutzt worden sind. Kann man die benutzen im kommerziellen Umfeld? Reicht ein Copyright-Hinweis? Reicht irgendwie in der License-TXT, das sein Projekt mitzugeben? Reicht das irgendwie oder muss man vielleicht sogar innerhalb der Anwendung selber diese Texte anzeigen lassen können oder zumindest einen Copyright-Hinweis? Muss man vielleicht seine eigene Anwendung, weil man GPL was benutzt hat, muss man vielleicht seine eigene Anwendung unter Open Source stellen? Das sind alles Fragen, die sind sehr, sehr individuell und hängt natürlich stark davon ab, welche Bibliothek man benutzt. Jetzt könnte man natürlich spöttisch sagen, GPL ist ein Krebsgeschwür. Habe ich irgendwas GPL-mäßiges benutzt, bin ich auch dazu verpflichtet, je nachdem, ob ich es als Library oder direkt in den Quelltext einbinde, auch wiederum meine eigene Anwendung unter Open Source zu stellen. Das sagen zumindest die GPL V2, V3 Lizenzvereinbarung. Ich bin kein Anwalt.
gibt es Firmen, die haben sich darauf spezialisiert. Ist sehr, sehr individuell, welche Open Source Bibliothek ich einbinde, wie ich sie verwende, wo ich sie einbinde, ob ich sie als Library einbinde, direkt in meinen Quelltext mit einbinde. Ist ein sehr weites Feld. Muss man sich wirklich mit auseinandersetzen? Ist ein rechtlich dünnes Eis, auf dem ich mich gerade bewege. Deswegen möchte ich das nur ganz allgemein an der Oberfläche ankratzen, auf dass das Eis nicht durchstochen wird. Tut mir leid, Herr Wolle, zu diesen zwei ja mittelmäßig negativen Antworten. Clemens Töpfer fragt, bearbeiten Elemente fixieren, ist die Möglichkeit, dass ich irgendwo innerhalb einer Anwendung, hier geht auch im C++ Builder, F12, bla bla, habe ich hier irgendwelche Komponenten, Edit, habe ich vielleicht nochmal einen Button, kann ich hier sagen, bearbeiten, Elemente fixieren, zack, dann sind sie nämlich jetzt hier vorm verschieben, vergrößern, fixiert. Speichere meine Anwendung, schließe die IDE, öffne die IDE wieder, öffne mein Projekt und schwupps, die Anwendung ist wieder oder meine Elemente sind nicht mehr fixiert. Das ist keine persistente Einstellung. Elemente fixieren. Manchmal hilft es auch ein bisschen, dass man an der Stelle das Gitter dem entsprechend auch nochmal größer macht, feiner macht, je nachdem, was einem hilft. Das ist nämlich manchmal so das Problem. Ich mache einen Doppelklick drauf und habe die Komponente verschoben, vergrößert, verkleinert. Ja, Historienansicht. Einfach zu einer vorhergehenden Version zurückkehren. Speichern. Save early, save often. Versionskontrollsystem nehmen. Auch wiederum auf diese alten Stände zurückgehen. Ist ein nerviges Problem. Diese Einstellung, Elemente fixieren, ist auch nicht persistent. Über die IDE wird sie auch nicht für Formular und so weiter und so fort gemerkt. Ist ein bisschen blöd. Ich habe keine bessere Antwort. Tut mir leid. Meldeboxen. Diese Meldeboxen können einzelne Zeilen oder Worte einer Meldung farblich oder fett hervorgehoben werden? Kurze Antwort ist nein. Die lange Antwort ist nein, denn dieser Dialog, ich habe hier mal einen eingeblendet, ist ein klassischer Message Dialog, den Sie hier benutzen. Der basiert auf der Windows API. Wenn Sie hier wirklich Fehlermeldungen haben, die fancy sein wollen, farblich, fett oder kursiv, springende Icons oder weiß Gott was, Animationen mit drin haben, bauen Sie sich bitte ein eigenes Formular, was ja einen Dialog, Border Style Dialog und so weiter und so fort, nachempfinden, wo Sie tatsächlich das alle Gestaltungsmöglichkeiten haben, die Sie denn sich vorstellen können. Ist so. Ist einfach ein Windows-Message-Dialog, der ist so, wie er ist und so ist er auch. Und wenn Sie da was Spezielles haben wollen, können Sie sich an Microsoft wenden, die Message-Dialogs besser konfigurierbar machen. Haben wir jetzt seit 25 Jahren nicht, haben wir seit 40 Jahren nicht. Da bauen sie sich selber irgendwie ihren eigenen Dialog. Finde ich in tausenden Anwendungen, wird tausendmal gemacht. Neues Formular hinzufügen, mein eigener Dialog mit Labels, wie fett, kursiv und springende Icons mit beinhalten. Ich will das nicht generell verballhornen, aber so ist es denn. Ist die einfachste Möglichkeit. Kostet es nicht allzu viel Gehirnschmalz, kann man relativ leicht umsetzen. Win64 Debugging. Ach, 6 Minuten schon über der Zeit. Herrlich. Ist ein Problem, um es kurz zu beantworten. Ja, das Problem haben viele. Ja, das Problem adressieren wir momentan. Es wird einen Hotfix dafür geben. Ich will nicht sagen, dass dieser Hotfix irgendwo nächste Woche kommt, aber es wird ein kleiner einstelliger Bereich an Wochen oder Monaten sein. Nein, wird in den nächsten Tagen kommen. In den nächsten. Ich kann das noch ein bisschen dehnen. Also das Ding ist im Prinzip da, es ist kompiliert, es wird momentan getestet. Wir haben ein paar Kunden, die diese Problematiken auch haben. Es gibt auch ein Out-of-Memory-Problem beim Delphi-Compiler mit 10.4.2. Auch das Problem wird mit einem weiteren Hotfix gefixt. In der IDE gibt es noch ein paar Unstimmigkeiten. Klar, es ist Software, sie hat Fehler. Die werden auch mit diesen Patches behoben. Die erwarten wir für die nächsten Tage. Ja, Sie sind nicht alleine, Herr Peter Sonderegger. Das Debugging ist eins davon. Gut, wie Sie damit umgehen, 10.4.1 benutzen. Das Schöne ist,
das empfehle ich eigentlich jedem ernsthaften Entwickler. Versuchen Sie auch mit virtuellen Maschinen zu arbeiten. Ich habe hier, sehen Sie, eine Vielzahl von virtuellen Maschinen. Ich habe zum Teil sogar welche irgendwie noch auf dem Server laufen. Hier ist noch ein ESXi dahinter auf einer bestimmten internen IP-Adresse. Da habe ich auch noch ein paar liegen. Ich kann Snapshots bilden. Ich kann jederzeit zu einem Snapshot zurückkehren. Ich kann einfach mal was ausprobieren. Virtuelle Maschinen, nicht nur hier für macOS, auch für Windows, vor allem bei Workstation, klar. VirtualBox, funktioniert einwandfrei, kann ich jedem ernsthaften Entwickler empfehlen. Meine akustische Bemerkung zu VirtualBox, dieses war nicht ganz aus der Luft gegriffen. Es gibt einige Leute, die haben versucht, mit VirtualBox ernsthaft zu arbeiten. Viele von denen sind gescheitert. Ich will es nicht generell verballhornen, das VirtualBox, aber es ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Professionelle Entwickler, ja, nehmen Sie ein bisschen Geld in die Hand, vor allem bei Workstation kostet ein bisschen Geld, vor allem bei Fusion kostet ein bisschen Geld. Aber das sind wirklich Dinge, die geben mir auch ein gutes Gefühl, mal was auszuprobieren und jederzeit wieder zurückkehren zu können. Ob die Dinger jetzt auf dem ESXi-Server laufen, ob die lokal sind, ob die irgendwo im Dateisystem sind, ob die geshared sind. Alle schönen Möglichkeiten habe ich da. Plattenplatz, oh, das ist natürlich ein schöner Name. Dell, Dell, Dell. Also Do Not Dell oder Dell, Dell, Dell. Da habe ich viele Dinge zum Ausprobieren. Und das ist wirklich eine sehr schöne Möglichkeit. Also wenn Sie wirklich größere Projekte haben, bisschen Gedulden auf dem Debugger-Fix, auf den Compiler-Fix, nächsten Tage oder auf 10.4.1 zurückgehen, wenn Sie damit weniger Probleme haben. Tut mir leid, Herr Sonderegger. Wenn im IDE-Editor ein Text markiert ist und ich dann im markierten Text oder direkt angrenzend eine Klammer eingebe, wird der markierte Text eingeklammert. Den Text habe ich mir vorgestern oder so dreimal durchgelesen und habe es versucht nachzuvollziehen. Und in der Tat, es ist so. Bei mehrzeiligen markierten Texten auch noch eingerückt. Oh, graus, so Schreck, kann man dieses nervende Verhalten irgendwo abstellen? Ja, kann man. Haben wir dafür ein Beispiel? Ja, jetzt haben wir hier irgendwo nicht sehr sinnvollen Text. Ich weiß gar nicht, warum er mein HeidiSQL nicht mehr lädt. Projekt öffnen. Ich habe es doch unter Downloads, HeidiSQL Master, habe ich doch die Projektgruppe. Das alte will ich mal nicht öffnen. HeidiSQL kann man vielleicht, das ist ein Datenbank-Frontend für HeidiSQL, für MySQL mit MariaDB, SQLite, MS-SQL-Server und so weiter und so fort. Hier sieht man auch mal, dass Code in Zeit ein bisschen was zu tun hat. Was der Benutzer hier anmeckert, ist hier an der Stelle, wenn ich mal in den Quelltext reingehe, kann ich hier natürlich auch alles selber kompilieren. Wo haben wir das? Main.pass. Da hat er alles drauf. Ansgar Becker heißt der Entwickler von HeidiSQL. Ist hier ein Snapshot, 2, 3 Wochen alt. Das kannst du auch mal hier zu symbolisieren, kann ich das kompilieren? Ja, geht hier relativ schnell durch. Sind ein paar hunderttausend Quelltextzeilen. Mit 10.4.2 haben wir die Compilergeschwindigkeit nochmal ein gutes Stück erhöht. Da ist ein Synedit mit dabei, da ist ein Virtual Tree mit dabei. Das hat er jetzt alles hier mit inkludiert. Ich gehe mal in den Quelltext. F12, da sollte er noch ein bisschen was finden. Und da sehe ich hier Quelltext. Und was hat er jetzt? Habe ich also irgendwelchen Quelltext markiert und gebe dann eine Klammer ein. Man höre und staune, ich mache jetzt mal eine ganz normale runde Klammer auf. Dann wird das automatisch nicht ersetzt, sondern ich habe hier Klammer vorne, Klammer hinten. Das war das grundlegende Problem oder der nervige Punkt von Kai Ponklas. Kann man das abstellen? Ja, kann man. In den Tools-Optionen gibt es dazu eine Eigenschaft. Also eine IDE-Option, das heißt, ich stelle unter Tools-Option ja generell die IDE-Konfiguration ein. Und da habe ich in der Benutzeroberfläche, in den Editor-Optionen, habe ich die Tastaturbelegung. In der Tastaturbelegung, in der Vorgabe, habe ich die sogenannten intelligenten Einschlusstasten.
die kann ich abschalten. Die machen das. Ich drücke mal hier STRG Z, denn ich möchte den schönen Quelltext von Ansgar Becker nicht kaputt machen. Hab hier wieder Text markiert, mache jetzt eine runde Klammer auf. Und der markierte Text wurde gelöscht. So wie gewünscht oder so wie erwartet. Zumindest ist das das Verhalten, was es ausschaltet. Das kann natürlich auch noch in anderen Fällen irgendwo sinnvoll sein. Wie zum Beispiel hier geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Macht er dann auch nicht mehr so weiter. Also der macht im Prinzip das Klammerhandling automatisch. Wenn ich jetzt hier irgendwo auch mehrere Zeilen Quelltext habe, werden die auch dann dementsprechend gelöscht mit allem, was dazugehört und so weiter und so fort. Nochmal, wo finde ich das? Tools, Optionen und gehe dann entsprechend in die Editor-Optionen rein. Benutzeroberfläche, Editor-Optionen, Tastaturbelegung, die intelligenten Einschlusstasten. Puh, steht das auch in der Hilfe? Irgendwo habe ich es gefunden. IDE klassisch Standard-Tastaturvorlage. Und da finde ich ja einfach nochmal die, aber die intelligenten, wie heißt da, Einschlusstasten. Dann suchen wir mal nach Einschlusstasten. Quelltext-Editor. Ja, da haben wir es dann auch. Ha, sehen Sie das hier? Dieser Scrollbar ist auch ein Bug in 10.4.2. Irgendwo in den Einschlusstasten, da sollte man das jetzt irgendwo finden. Das sind die Bookmarks. Da hat das dann auch hier intelligente Einschlusstasten, da hat es belegt. Falls Sie diese Scrollleiste mal sehen und Sie sich wundern, wo kommt die her, gibt es einen ganz einfachen Trick, die wieder wegzukriegen. Rufen Sie einmal Codevervollständigung, Steuerung Leertaste auf und drücken Escape. Dann ist die Leiste wieder weg. Gut. Da kommen wir nämlich auch gleich zum nächsten Punkt. Das ist die letzte Frage, bevor ich in die Frage- und Antwortrunde gehe. In einigen der letzten Webinare habe ich rechts neben dem Editor eine Spalte gesehen, in der die gesamte Datei verkleinert dargestellt wurde. Ah, sieht man ja hier. Der aktuell im Editor angezeigte Text wurde entsprechend markiert. Ist dies ein Add-on oder gehört dies zur normalen IDE? Nein, das ist ein Add-on. Was Sie hier sehen, was insbesondere natürlich auch bei großen Quelltextdateien hier durchaus Sinn ergeben mag. Jetzt haben wir das hier, wird hier der Bereich ein bisschen dementsprechend dargestellt. Ich kann das hier auch ein bisschen größer machen, kleiner machen. Wie viel Platz soll er dafür haben? Gedoppelte Ansicht. Wie soll es denn auch dargestellt werden? Sollen einfach nur so schwarze Blöcke dargestellt werden? Oder soll er wirklich versuchen, den Text zu rendern? Das verbirgt sich alles hinter dem Parnassus Navigator. Der Parnassus Navigator ist an der Stelle ein Add-on, findet man kostenfrei im Get-It-Menü. Wie gesagt, nur online. Navigator hatten wir vorhin schon mal, wurde nur eine DLL geliefert. Und da gibt es ein paar Shortcuts, gibt es ein paar Einstellungen dazu. Soll das halt eben gerendert werden als skalierter Text oder als Block? Und momentan habe ich sie als Block. Ich kann es aber auch als skalierter Text einfach mal machen. Dann sieht man dann auch, ah, das ist skaliert. Da werden einfach nicht nur Blöcke dargestellt. Kann ich das vielleicht auch mal Double Quad darstellen? Er soll das nochmal rendern. Dann kann ich es ja schon fast lesen. So ungefähr. Gibt es ein paar wirklich schöne Einstellungen von diesem Tool. Ich kann ja also auch schnell mit dem sichtbaren Bereich hier hin und her navigieren, kann aber auch hier mit dem Mauszeiger drüber gehen und sehe dann hier relativ schnell in einer Voransicht in dem Editor, was das denn mit dabei ist. Ich gehe mal hier wieder in die normale Größe, gehe auch wiederum mit meinen Settings, denn ich stelle das auch hier wiederum auf die Blockgröße um oder in das Block-Rendern. Okay, ist einfach ein manchmal ein bisschen schneller und so weiter und so fort. Hat man hier irgendwo mal ein bisschen mehr Quelltext, dann mag das hier durchaus mal sehr, sehr annehmbar sein. Also, dass man hier wirklich mit der Maus drüber fährt und dann hier relativ schnell in einen bestimmten Bereich hier schnell reinkommt.
Tools, Get It Package Manager, suchen Sie an der Stelle einfach nach Navigator. Ist mit dabei, wenn Sie online sind, haben Sie kein Problem. Wenn Sie offline sind, haben Sie ein Problem. Navigator. Und bei der Installation sieht man dann auch, wie die passende DLL als Add-on hier registriert wird, ist bei mir schon deinstalliert in der aktuellen Version. Ist ein sehr hilfreiches Ding. Was es hier sonst noch gibt von Panasus, ist natürlich hier Steuerung B. Ups, Steuerung B, dass ich hier Bookmarks setzen kann, die ich hier. Bookmarks? Bookmarks. Nee, habe ich ja gar nicht installiert. Entschuldigung. Gibt es noch Bookmarks, Add-on und so weiter und so fort. Habe ich disabled, installiert hatte ich es. Kann man dann auch mitarbeiten. Gut, dann fahre ich hier schon mal soweit meine Kiste runter. Den restlichen Fragen, da gehe ich jetzt natürlich mal rein, um zu gucken, was da alles so reingelaufen ist. Da sind wahrscheinlich 500 Fragen zwischendurch reingekommen. Guck ich mal rein, was es denn hier so gibt. Die sonnigen Grüßen, die Frage antworten. Die jetzt hier noch aktuell reingekommen sind, die beantworte ich nur verbal, denn auch in der Tat habe ich gleich noch ein bisschen was anderes vor. Gibt es eine Möglichkeit, x64-Exe aus einer x32-Anwendung zu steuern? Ja, über ganz normale Mechanismen. Sie können hier natürlich Tethering benutzen, Sie können hier natürlich auch Windows-Messaging benutzen. Wo sind die Grenzen? Ja, 32-Bit-Prozess auf einen anderen Prozess zuzugreifen, das wird schon ein bisschen kompliziert. Da brauchen Sie halt eben die Interaktionsmöglichkeiten, zum Beispiel übers Netzwerk, Tethering, um diese Anwendung zu steuern. Sie brauchen einen Kommunikationskanal. So ist es hier an der Stelle für Walter Neumann diese Frage. Sind .NET Assemblies nutzbar? Ja, haben wir beantwortet. Ich würde mir bessere Kommunikation wünschen. Kritische technische Defizite bleiben komplett unbeantwortet. Kann ich nicht nachvollziehen, Herr Ludwig Behm. Hatte ich Ihnen, wenn Sie mir Fragen gestellt haben, gut. Ich denke mir, ich habe heute sehr, sehr offen geredet. Ich denke mir, ich habe heute an der Stelle auch einige Tipps und Tricks und Unzulänglichkeiten gezeigt, die so offen angesprochen. Sie können das gerne nochmal mit mir per E-Mail kommunizieren, können Sie auch an developerdirect.germany schicken oder an germany.info@embarcadero.com. Ja, Kommunikation ist manchmal etwas merkwürdig, ja, gebe ich offen zu, leide ich auch selber drunter. Ich will mich jetzt nicht selber loben, aber ich bin eigentlich dafür bekannt, hier relativ offen zu reden, auch mit Kunden. Denn ich bin manchmal mehr auf Kundenseite als auf Embarcadero-Seite. Ich habe natürlich auch meine Grenzen, gebe ich auch an der Stelle ganz offen zu. Aber das Thema können wir gerne nochmal besprechen. Sie können mich auch gerne dazu anrufen. Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail, kann ich Sie gerne dazu anrufen, Herr Behm, wenn Sie noch da sind. Gut, Walter Neumann schreibt das nochmal. Wozu funktioniert Steuerung Doppelkreuz nicht von vornherein? Fragt Michael Henzel. Sehe ich eigentlich kein Problem. Hängt natürlich immer von Ihrer Standard-Tastaturbelegung ab, was Sie da haben. Funktioniert ja auch nicht. Ha. Bookmark haben wir doch installiert. Control-Shift und dann die Bookmarks-Nummer. Control-Doppelkreuz funktioniert nicht. Das ist eine gute Frage. Ist einer der IDE-Bugs oder der IDE-Tastaturzugehörigkeiten? Gebe ich offen zu, muss ich nachforschen. Hier nochmal von Ludwig Behm ein Zusatzkommentar, bessere C++-17-Unterstützung, wie man es halt eben auch von Qt und Microsoft Visual Studio gerne benutzt. Ja, C++-Compiler ist manchmal etwas limitiert, gebe ich ganz offen zu. Wir haben auch keine C++-20-Unterstützung. Die Problematiken sind gerne auch an David Millington zu adressieren. David Millington unter david.millington@embarcadero.com. Ich gebe das gerne weiter. Ich habe es auch schon weitergegeben. Ja, wir haben auch andere Kunden, die unter den Möglichkeiten des C++-Builders durchaus einige Einschränkungen sehen, um es mal schön auszudrücken.
ist Potenzial nach oben. Hier eine Bemerkung von Sebastian Ganze, Übersicht über die IDE Shortcuts ist klasse, finde ich auch, danke. Hier fragt Holger Bese, gibt es einen Fehler beim eigenen Templates für die IDE? Seit dem Update auf 10.4.2 gehen meine selbst angelegten Templates nicht mehr. Muss ich passen? Am besten mit dem Support hier mal kommunizieren. Hier noch wieder ein Kommentar von Ludwig Behme. Hier eine aktuelle Community Edition. Ja, das wäre klasse. Ja, das wäre schön. Ja, eine aktualisierte Community Edition. Ja, wird es geben. Ich kann momentan noch kein Datum nennen. Wird aber vor dem Release von 10.5 kommen. Also es wird auf dem Stand von 10.4x sein. Vor dem Release von 10.5 wird es kommen. Also sprich noch vor dem Spätsommer. Wie immer Sie sich das jetzt an der Stelle auch ausrechnen können. Gut. Hier die Frage von Friedemann Pohle. Welchen Android-Emulator kann ich verwenden? Kurze Antwort, keinen. Android-Emulatoren unterstützen wir nicht mehr. Android-Emulatoren sind auch wirkliche Emulatoren, denn sie müssen ARM-Code auf x86 emulieren. Da gibt es ja zum Beispiel auch so ein paar kommerzielle oder aber auch professionelle x86er Android-Emulatoren. Die müssen dann wiederum die Houdini-Schnittstelle unterstützen, weil wir wirklich nur ARM Code erzeugen mit dem ARM-Compiler für Android. Wir erzeugen keinen x86-Code, wir erzeugen ausschließlich ARM-Code für Android. Muss also eine ARM-Binary-Transformierung auf x86 haben in irgendeiner Art und Weise. Und offiziell gibt es dazu auch die Aussage im DocWiki, unterstützte Android-Emulatoren keine. Ich habe jetzt auch seit 2, 3 Jahren keine Erfahrung mehr mit den x86er Emulatoren. Manche haben auch die Houdini-Schnittstelle für die Emulation von ARM-Code auf x86er. Für den x86er Simulator, ich sage hier ganz bewusst Simulator für Android, denn es ist im Prinzip ein echtes Android, was dann auf x86 läuft. Mir hat es in den letzten Jahren immer gereicht und es war auch deutlich schneller, direkt mit Android-Geräten zu arbeiten. Hier die Frage von Chris Hölzemann. Wird es auch für Apple Silicon, also für Mac M1, einen Compiler geben? Kurze Antwort ist ja. Lange Antwort ist ja, selbstverständlich. Da kriegen wir nämlich mittlerweile relativ viele Fragen. Prinzipiell laufen Anwendungen, die ich für x64 für macOS erzeugt habe, auch auf der Rosetta-Schicht, auf den Mac M1-Rechnern. Das heißt, es ist weiterhin x64-Code, der von Apple über Rosetta 2 auf der M1-CPU umgesetzt wird. Das läuft heutzutage. Gibt es ein paar kleinere Probleme beim Debugging, aber die wollen wir auch fixen. Werden wir einen echten M1-Compiler oder entsprechende Apple Silicon-Compiler für die ARM-Plattform für macOS haben? Ja, das wollen wir umsetzen mit dem 10.5er Release. Da arbeiten wir momentan dran. Das ist für uns auch relativ einfach. FireMonkey haben wir, ARM-Compiler für Apple haben wir. Wir müssen ein paar Anpassungen machen, was Debugging und so weiter betrifft. Aber da sind wir schon relativ weit fortgeschritten. Wir haben uns schon früh das Developer Toolkit geholt von Apple. Wir haben uns auch schon die entsprechende Hardware geholt. Da setzen wir momentan um. Spätsommer, Herbst diesen Jahres mit 10.5. So ist es geplant. Ja, da war noch zwischendurch Bemerkung von Rolf Fankauer. Programmersort Link, den hatte ich dann ja auch geschickt. Hier eine Bemerkung von Frank Rösler, der gestern noch eine Frage reingeschickt habe. Ja, wir haben in der Einladung geschrieben bis zum 9. April. Ich gucke mal kurz aufs Datum. Entschuldigung für den spöttischen Kommentar, aber so ist es. Ja, erreichte sie die Frage. Sonst noch mal kurz über den Chat stellen. Ja,
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was Sie gestellt haben, Herr Rösler, tut mir leid, ist mir entfallen. Ich habe Ihre Anfrage gesehen. Ja, diese Anfrage werde ich ja noch explizit per E-Mail beantworten. Genauso wie Herr Ludwig Behm, da würde ich gern auch in Kommunikation treten. Hier ein Problem von M. Schuster. Problem Nummer 1. Kopiere in einer TFD-Memtable in eine andere. Das Display-Format geht verloren. Manchmal stimmt die Sortierreihenfolge nicht mehr. Dann neu kompilieren und plötzlich ist es gut. Supportfrage. Klassische Supportfrage, kann ich jetzt hier nicht nachvollziehen. Problem Nummer 2. End of File ist nur ein Datensatz in der Tabelle. Steht der End of File-Zeiger schon auf True, wählt man allerdings zuerst Table First und beginnt dann seine While-Schleife, dann ist es, wie es immer sein sollte. Jetzt könnte ich spöttisch sagen, wenn ich eine Table, irgendein Dataset habe und ich iteriere dadurch, mache ich immer ein First, damit ich immer garantiert beim ersten Datensatz bin. Punkt. Jetzt haben Sie das jetzt ja schon selber gefunden, dass es mit First dann funktioniert. Dann bekommen Sie auch alle Datensätze. Warum das bei einem Datensatz dann halt eben nicht funktioniert und bei mehreren Datensätzen dann doch funktioniert, wie es erwartet ist, auch ohne ein First. Sie haben den Workaround. Alles Weitere bitte mit dem Support klären. Danke. Hans-Peter Reier bedankt sich explizit bei mir. Gut, prima, danke, Hans-Peter Reier. Sie sind in mein Herz geschlossen und Sie werden in mein Abendgebet aufgenommen. Lukas Held-User oder Helduser, ich weiß immer noch nicht, wie man den Namen ausspricht, zu den Get-It-Package. Ich benutze die Konopka VCL Controls. Diese kann ich mit meiner Lizenz im Package Manager installieren. Prima. Ich habe eine Update-Subscription, noch bevor die Konopka VCL Controls im Get-It Manager enthalten waren. Zu Zeiten von X7, X8, genau. Habe ich dafür immer eine eigene Lizenz erworben. Wie kann, sollte man die Update-Subscription auslaufen, die Konopka Controls installieren? Wenn man sie eben nicht mehr offline installieren kann. Ja, ich hatte ja so ein paar Tipps und Tricks gezeigt, wie man diese Offline-Pakete von Getit dann doch irgendwo behalten kann. Prinzipiell ist es so, das Lizenzmanagement der Konopka Controls geht über Getit automatisch. Das ist auch ein Grund, warum wir viele Pakete, wie vorhin schon mal angesprochen, nicht mehr über andere Download-Portale anbieten, soll man, weil wir da, ich sag's ganz offen, auch einen Daumen drauf halten wollen, wer wann wo welche Update-Subscription hat und wann wo welche Pakete bekommen kann. Die kurze Antwort wäre im Sinne des Vertriebs, lassen Sie Ihre Update-Subscription niemals auslaufen. Die inoffizielle Antwort wäre, sichern Sie sich Ihre Pakete über den vorhin von mir gezeigten Trick. Mehr kann ich, will ich, darf ich damit nicht sagen, weil ich habe ihm im Prinzip ja schon gesagt, wie ich Lizenzbruch begehen kann. Und sowas würde ich natürlich niemals sagen. Entschuldigung, Räusper. M. Schuster meldet sich nochmal mit dem Problem 3. Da war es vorhin mit dem End of File und dem First. First ist immer besser. Gut, End of File 2. Zitat, wenn man mit auf dem letzten Satz, wenn man mit auf dem letzten Satz steht, so steht's hier. Wenn man mit auf dem letzten Satz steht und dann eine Next ausführt, wird EO-File True zurückgegeben. Richtig, ja. Gehe ich nun einen Satz zurück, stehe ich nicht auf dem letzten Satz, sondern auf dem vorletzten. Kann ich jetzt aktuell nichts zu sagen? Bitte mit dem Support klären. Also, ich könnte jetzt versuchen, hier irgendwie mit der FDMEM-Table ein paar Datensätze einzufügen und das Ganze hier nachzuvollziehen. Nee, dafür sind wir hier nicht da. Dafür haben wir den Support. Tut mir leid. Hier ein Kommentar von Jens Breuer in meiner FireMonkey 10.4.2-Anwendung für Androiden nutze ich MS Connection und MS Query auf SQL Server. Leider werden Bitwerte werden mit True und False angezeigt. Also leider werden Bitwerte, ein werden zu viel, müssen wir jetzt abziehen. Früher gab es unter ADO Query die Eigenschaft Display Values, wo ich nahe Ja, Nein oder 1, 0 einstellen konnte. Wie kann ich das Anzeigeformat anpassen? Jetzt weiß ich nicht, was eine MS Connection und eine MS Query ist. Gleichzeitig sprechen Sie allerdings von ADO Query.
Ich kenne die entsprechenden ADO-Connection, die ADO-Query, die ADO-Table. Da scheint wohl entweder die ADO-Komponenten zu sein, die Sie dann natürlich nur unter Windows, Windows oder Windows benutzen können. Sie sprechen aber gleichzeitig von einer 10.4.2-Anwendung für Android. Muss ich passen? Herr Jens Breuer oder Jens, was Sie, was du damit jetzt meinst, bitte näher spezifizieren. Generell raten wir davon ab, direkt von einem mobilen Endgerät, was Android ja ist, genauso wie iOS, iPad, iPhone, auf eine Datenbank zuzugreifen mit irgendwelchen Komponenten. Klar, mit der Fahrt geht das, die brauchen nur TCP/IP und danach holla die Waldfee. Das kann gut gehen, muss nicht gut gehen, kann man abends beim Bier stundenlang drüber diskutieren. Ich persönlich empfehle immer eine Art Middleware, eine Art REST-JSON-Server, der das Ganze kommuniziert, zentralisiert den Datenbankzugriff, zusammenfügt und über REST-JSON mit Clients kommuniziert. Allein aus verschiedenen Stabilitäts-, Sicherheits-, Skalierungsproblematiken, TCP-IP-Connection, Database-Connection, offen, geschlossen, gerade im mobilen Umfeld kommt das häufiger vor, kann man abends beim Bier drüber diskutieren. Aber Jens Breuer, MS Query, MS Connection sagt mir nichts. Direkt vom Android-Gerät auf einen MS SQL-Server zuzugreifen, muss ich jetzt passen. Oder da den Hersteller fragen. Vielleicht heißen die Defert-Komponenten so, wie man dann die Datumszeit oder Boolean-Werte konfiguriert, weiß ich nicht. Wie, wo kann ich FireMonkey für Android die Hate für T-Edit bzw. T-List-Item einstellen? Egal, was ich tue, die Höhe bleibt immer gleich. Ja. Das geht. Da muss man allerdings in die Styles rein. Wenn Sie hier zum Beispiel ein T-Edit haben, sollte das im Prinzip kein großes Problem sein. Bei der T-List-Items wird es ein größeres Problem. Aber da habe ich schon mal ein paar Webinare zugemacht, Android-Entwicklung und aber auch Neuerungen. Da hatten wir auch mal die entsprechende List-View neu eingeführt. Finden sich relativ viele Tutorials dafür, auf die ich an der Stelle verweisen muss. Gut, Ludwig B. meldet sich hier noch ein paar Mal immer wieder mit der gleichen Frage. Ja, die Frage habe ich gesehen. Ich sehe hier alle Fragen, aber ich bin nur ein Mensch. Ich habe zwar zwei Augen, aber muss dementsprechend auch hier gucken. Bitte mit FireMonkey brauche dies geräteübergreifend, schreibt Christian Hüber. Um 16:11 Uhr kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Die Projekteinstellung gibt es in FireMonkey nicht. Waren Sie hier irgendwo? Ich will nicht Remote Desktop, sondern dahin. Da wollen wir nicht hin. Waren Sie hier irgendwo dabei? Hüber, Hüber, Hüber. Christian Hüber. Ah, das waren Sie. Ja, das ist in den Blogs auch beschrieben. Mit VCL, da haben Sie vollkommen recht, Sie brauchen das für FireMonkey. Wie man den Stil inkludiert, habe ich auch ein paar Links zu gefunden. Include FMX Style as Resource. Controls Raycon Upcast, Style Livestreaming, Load from Resource. Ja, da haben wir doch im Prinzip genau das Gleiche. Also geht auch über einen Style Stream, dass man hier an der Stelle über die Async Resource Name das Ganze auch wiederum macht. Ist unter FireMonkey das Gleiche. Hurra! Die Frage war einfach. Gut, wozu funktioniert Steuerung, Command, Kommentarumschaltung nicht von vornherein? Ja, das hatten wir schon mal, aber das funktioniert auch in der Tat bei mir nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, woran es liegt und wieso, weshalb, warum das jetzt nicht funktioniert ist. Gehe ich nochmal kurz in eine neue Anwendung. Ich will das alte Heidi SQL mal nicht speichern. Sinnfreier Text, Show Message, das kriegen wir noch hin. Steuerung Doppelkreuz funktioniert bei mir nicht. Muss man wahrscheinlich irgendwo, ja, das ging immer, ne? Warum haben Sie das nicht gemacht?
Ach so, das ist jetzt hier blöd. Da gab es nämlich auch eine englische Tastaturabkürzung dafür. War auch in der Shortcut-Übersicht mit drin. Ist mir jetzt entfallen, war aber, glaube ich, irgendwas mit Slash, Backslash, Control, Backslash. Und wenn ich das jetzt natürlich auf einer deutschen Tastatur mache, muss man das wahrscheinlich irgendwie umsetzen. Ist wahrscheinlich irgendwo schiefgegangen. Habe ich momentan keine bessere Lösung dafür. Potzteufel, in 10.4.2 ging das. Ja, ich meine, war Marco hätte mal da was drüber geschrieben. Lukas Heldusa bedankt sich. Vielen Dank für die Mühe bis hierhin. Muss leider los. Sehe dann meine Antworten im Video. Ja, hoffentlich. Wird ein langes Video. Viel Spaß beim Durchkladderabatschen. Hier, Ludwig Behm schreibt hier Projektportierung 10.3 auf 10.4 mit dem Umgang mit den neuesten Bug und den Inkompatibilitäten. Ja, das ist eine sehr pauschale Aussage, Herr Behm. Muss ich jetzt an der Stelle auch mal anmelden. Also wir haben wirklich Dutzende Kunden, die sind von 10.3 auf 10.4 bei passenden Komponenten wirklich völlig problemfrei rübergegangen. Bei C++-Bilder empfiehlt es sich immer ein neues leeres VCL Projekt aufzusetzen und die Units mit rüberzunehmen, manuell, ja. Das kennt man ja von C++-Bilder her, ist da durchaus etwas ins Hintertreffen geraten. Aber tatsächlich wirklich Dutzende, hunderte Kunden von 10.3 auf 10.4 recht problemlos oder mit minimalsten Änderungen. Und da kann man das Minimalste wirklich wortwörtlich nehmen, hier rübergegangen. Hier eine Bemerkung von Jens Breuer. Er nimmt Fotos auf einem Android-Gerät. Er hat eine andere Anwendung für Windows, nimmt auch Fotos auf, speichert diese jeweils in einem MS SQL-Server. Aber das eine Android-Programm kann die in Windows aufgenommenen Fotos nicht anzeigen und vice versa. Warum speichert Windows bzw. Android die Images unterschiedlich auf SQL? Puh, das ist eine gute Frage. Muss man sich wirklich anschauen, wie sind sie tatsächlich binär gespeichert? Haben sie da auch die richtigen Datentypen? Sie waren das ja auch vorhin mit der MS Connection und der MS Query. Ich weiß jetzt nicht, welche Datenbankzugriffskomponenten Sie da benutzen. Müssen Sie mal näher spezifizieren, Herr Breuer. Ansonsten, tut mir leid, muss ich zum Support verweisen. Hier die Frage, gibt es einen einfachen Weg, identische Delphi-Installationen inklusive Einstellungen auf mehrere PCs zu verteilen? Ja, den gibt es tatsächlich. Das ist eine schöne Frage, Herr Pawlek. Hier gibt es den Migration Assistant oder den Migrationsassistenten. Damit habe ich die Möglichkeit, ist auch wieder so ein schönes Programm im BIN-Verzeichnis meiner Installation. Migration Tool, so heißt es, dass ich jetzt hier Einstellungen aus einer IDE exportieren kann und eine andere IDE importieren kann. Liegen die Komponenten alle in den gleichen Verzeichnissen, kann ich damit natürlich auch Komponenteninstallationen durchführen, Klammer auf, Registry außen vor genommen. Aber Registry für die IDE, also wie sie in der IDE registriert werden, das ist hier dann alles mit dabei. Ich kann dieses Migration Tool auch auf ältere Rechner kopieren. Das heißt, diese Excel kann ich auch auf einen Rechner kopieren, wo vielleicht ein 10.1 drauf ist, wo ein XE7 drauf ist, wo ein Delphi ist drauf ist und kann aus diesem Delphi 7 zum Beispiel meine Einstellungen exportieren und in ein 10.4 sinnvollerweise übernehmen. Partiell, wir haben das Migration Tool in 10.4.2 nochmal ausgebaut, dass man da also mehr Einstellungsmöglichkeiten habe. Migration Tool ist auch in der Dokumentation beschrieben. Migration Tool, da hat auch Marco Cantu mehrfach drüber geblockt. Gut, Matthias Weingart hat hier eine Frage. 17:15 Uhr, wir melden uns langsam dem Ende. Fast. Könnt ihr die Aufzeichnung dieses Webinars bitte wieder veröffentlichen? Matthias, mein Namensvetter.
wenn du gleich am Anfang dabei gewesen wärest, Konjunktiv 2, hättest du gesehen, dass ich gleich gesagt habe, dass es aufgezeichnet wird und dass es auf dem Embarcadero YouTube-Channel zur Verfügung gestellt wird. Matthias Weigert rechtfertigt sich jetzt, habe leider den Anfang nicht mitbekommen. Richtig, aufgeflogen. Ja, machen wir. www.youtube.com im Suchfeld Embarcadero Germany eingeben und dann wird das Video in den nächsten Tagen, ich habe morgen Urlaub, hurra, zur Verfügung gestellt. Hier fragt Frank Rösler, ach, die Frage, gibt es eine Möglichkeit für Klassen auf komfortable Art, Wizard-Funktionen, Prozeduren und Eigenschaften anzulegen? Ja, das war die Frage. Jetzt erinnere ich mich wieder, Herr Rösler oder Frank, wie auch immer. Das ging mit dem Model Maker Code Explorer. Da schreibt er hier selber, den Model Maker Code Explorer, den gibt es ja immer noch. Der wurde von Uwe Raabe übernommen. Das ganze MMX Explorer, wenn ich mich jetzt einfach nicht irre, findet man den MMX Explorer, Delphi, findet man ihn relativ schnell. MMX Delphi, Speed Up Your Delphi Development, da hat man den. Das Ding ist kostenfrei. Funktioniert das mit 10.4? Ich meine auch, ja, MMX supports Delphi 10.4. Findet man unter mmx-delphi.de. Wurde von Uwe Raabe übernommen. Was Besseres konnte im Tool in meinen Augen nicht passieren. Alles prima, alles gut. Und damit kann man wirklich gut arbeiten. Für alle die, die wirklich Objekthierarchien aufbauen und entsprechende Getter, Setter, Methoden, Klassen und Properties haben, Felder haben, die sollten sich den MMX Explorer anschauen. www.mmx-delphi.de. Das kann ich natürlich auch noch mal gerne in den Chat reinschmeißen, damit man es hier an der Stelle mit hineinbringen kann. Warum geht jetzt mein Chat nicht? Bin ich rausgeflogen? Auch. Gehen wir weiter mit den Fragen. Wir waren hier beim Rösler. Okay, ich weiß nicht, ob man das immer noch mitbekommen hat. Der MMX Code Explorer, das ist eigentlich das eine passende Tool, wenn man jetzt an der Stelle arbeiten möchte und Klassenhierarchien aufbauen will. MMX-Delphi ist kostenfrei, wirklich das perfekte Werkzeug. Christian Hüber, die Projekteinstellung gibt es in Scheinecke, gibt es nicht in FireMonkey. Ja, Christian Hüber, falls noch da sind, ich weiß es nicht, sind natürlich schon einige Leute gegangen. Ich guck mal eben kurz, ob Christian Hüber noch da ist. Ja, er ist noch da. Dann lohnt es sich, diese Frage zu beantworten. Bei FireMonkey funktioniert das ein bisschen anders. Aber auch hier kann ich aus Ressourcen die entsprechenden Streams laden. Das Erscheinungsbild, wenn ich das Erscheinungsbild in FireMonkey-Projekten anpasse, lädt er trotzdem den Stil von Festplatte und den Stil möchte ich halt eben aus einer Ressource laden. Ich habe vorhin nach Ressource gesucht. Im Englischen muss man natürlich immer aufpassen. Ressource mit Doppel-S oder mit einem S, Deutsch oder Englisch, Englisch oder Deutsch. Da findet man sehr, sehr viele, sehr wichtige Hinweise dazu. Damit kann man also wirklich arbeiten. Ja. Hier eine Frage von Holger Bese. Das ist auch schon die letzte Frage. Hurra, zumindest die, die ich hier sehe. Kennst du ein gutes How-To für das Drag-and-Drop von Dateien aus dem Finder auf ein Fenster einer FireMonkey-Anwendung? Kurze Antwort: Nein. Tut mir leid. Drag-and-Drop. Finder, gleich der Datei-Explorer von macOS, ist mir durchaus geläufig. Da Drag-and-Drop-Events zu verarbeiten, wie das Ganze geht, muss ich absolut passen. Jetzt können wir natürlich mal ins kalte Wasser springen und versuchen, hier zu gucken. Drag-and-Drop-FMX macOS. Drag-and-Drop-Samples. Puh, da soll sogar ein Drag-and-Drop-Beispiel dazu sein.
in Encoding-Samples, Object Pascal, Multi-Device-Samples, ob es das noch aktuell gibt, das sei jetzt mal dahingestellt. Da bin ich jetzt mal selber gespannt drauf. Ich muss das mal irgendwie mal Multi-Device-Samples, User-Interface, öffentliche Dokumente, Embarcadero, Studio 21, Samples, Object Pascal, Multi-Device-Samples, wo da waren wir, genau. User-Interface, Drag-and-Drop. User-Interface, Drag-and-Drop, das soll funktionieren. Gut, ansonsten kann mir zwischendurch mal jemand sagen, wie viele Minuten ich ungefähr weg war. Das würde mich jetzt mal einfach so interessieren. Ah, Drag and Drop haben wir jetzt an der Stelle. Zielplattform, macOS 64-Bit. Läuft mein PA-Server noch? Ja, der läuft noch. Der ist auch noch funktional. Wir haben auf macOS umgestellt. Das sollte jetzt an der Stelle hoffentlich laufen. Also es wäre zumindest mal ein Beispiel, was man sich angucken kann. Ob das funktioniert, ist alles jetzt die Frage. Da haben wir jetzt was, was das auch ist. Track as Image, was er das jetzt auch macht. Track as Image. Input Text to Transfer. Ja, wohin denn Transfer? Ah, dann gehen wir doch mal in ein BB Edit rein. Und versuchen jetzt einfach mal Drag as Text das rauszukriegen. Das heißt, ich ziehe das per Drag. Cool. Text. Gehe ich mal in die Vorschau rein. Dann machen wir. Nee, kann ich ja nicht. Da brauche ich ein Text-Edit. Text-Edit. Da machen wir ein neues Dokument. Text-Edit kann nämlich nicht nur Text hier reinziehen, sondern TextEdit kann nämlich auch mit RTF-Dateien arbeiten. Oh, cool. Das funktioniert unter macOS, ohne dass ich was dazu getan habe. Klasse, wusste ich gar nicht. Holger, wir haben zwei gute Nachrichten. Die eine Nachricht ist, ich habe was gelernt. B, du hast ein Tutorial, zumindest mal ein funktionierendes Beispiel. Und danke, Holger, für die Rückmeldung, dass der Ton wieder da ist, auch an Ludwig Behm. Ja, wir hören Sie, alles gut, bist wieder da. Hallo, Matthias, wahrscheinlich hast du auch noch nie so lange aufgezeichnet. Nee, ich habe schon länger aufgezeichnet, glaub's mir, Viktor. Danke für den Vortrag. Danke, ist leider alles nur innerhalb der Anwendung. Nee, akustisch nicht. Circa 5 Minuten war ich weg. Okay, tut mir leid. Nur circa 2 bis 3 Minuten, sagen hier 3 Minuten. Okay. Respekt auch für die ehrlichen Antworten, sagt Josef Zeferer. Damit habe ich auch die allerletzte Frage erreicht. Damit möchte ich das Webinar jetzt auch schließen. Ich denke mir schon, dass ich ehrliche Antworten angebe. Kommunikation kann man immer verbessern. Kommunikation bedeutet aber auch, dass man irgendwo auf Augenhöhe kommuniziert. Dass man keine, ich möchte jetzt keinen persönlich da angreifen, sondern ich möchte einfach sagen, auf Augenhöhe kommunizieren, dass man auch gemeinsam nach Lösungen interessiert ist, dass man auch sich an gewisse Prozesse halten muss auf beiden Seiten und dass ich mir das manchmal doch zu Herzen nehme, wenn ich dann auch den ein oder anderen Kommentar, den ich vielleicht gar nicht mal vorgelesen habe, in einem solchen Webinar sehe. Gut, das waren jetzt Worte zum Feierabend. Bitte nicht falsch verstehen. Bitte alles bei mir mit einer Prise Salz nehmen, wie man so schön sagt. Dann hoffe ich mal, dass die Aufzeichnung durch ist und dass er auch alles aufgenommen hat. Ansonsten haben wir ein Problem. Dann müssen wir uns morgen alle hier wieder treffen, um das Webinar in 3 Stunden nochmal komplett durchzusprechen. Nein, war ein Scherz. Ich gucke, was ich an Aufzeichnung habe. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten schönen Feierabend. 18 Uhr. Genießen Sie die Sonne, wo immer ihr auch seid. Es wird ja sonniger die nächsten Tage hier in Deutschland. Es bleibt zwar weiterhin kalt. Sonne im Herzen, Delphi und C++ Bilder nach vorne. Danke, bis dann. Ciao, ciao.